Whitney Sardi für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit. Hereinhören, mehr unter wakenews.net. So, hier bin ich live, Mensch. Hier ist der Detlef vom Wake News Radio. Und wie geht's denn bei euch hier? Habt ihr alle eingeschaltet? Habt ihr überhaupt schon die Neuigkeiten hier alle mitgekriegt? Dass meine Webseite wieder läuft? Oh Mann, ey. Das war eine ganz schöne Operation. Seit dem 22.05. wartete ich endlich da mal wieder dran, was machen zu können. Das ist nicht so. Ich lese mal alle möglichen wirren Kommentare von Leuten, die also unglaublich recherchiert haben. Was ist eigentlich mit dem Detlef? Der Detlef, ist das überhaupt, ist der real? Und eben, damit man das gar nicht bezweifelt, nehme ich mich auch hin und wieder auf die Kamera auf, ne? Aber auch das kann man doch alles fälschen. Das sind wir eine große Fälschung. Der Detlef Fälschung auf der Spur. Naja. Und über das und vieles andere werden wir heute auch noch diskutieren. Heute ist nämlich eine ganz klasse Sendung, wie immer natürlich. Ne? Und hier sind übrigens schon eine ganze Menge Leute hier wieder im Chatraum bei wakenews.net, Wake News Radio. Detlef ist ein Hologramm, sagt da einer. Und Detlef, mach bitte ein Backup von deinen Festplatten und bunker diese an einem sicheren Ort. Ja, ich habe auch schon überlegt, Mensch, was könnte dieser sichere Ort sein? Ich hatte immer gedacht, die Schweiz ist ein sicherer Ort. Viele haben auch in den Schweizer Bergen etliches gebunkert. Ne? Wollen wir schauen. Okay, das nur so am Rande. Also meine Webseite. Wegseite? Wegseite? Ist ja so, ist meine Webseite ist auch eine Wegseite. Wakenews.net oder wakenews.de läuft wieder so, dass ich sie selber in der Hand habe. Ne? Vorher lief sie natürlich auch noch. Das haben sie nicht geschafft, sie vom Netz abzuklemmen. Aber ich konnte eben nicht dran, weil ich meine Software nicht hatte und meine Datenbank nicht und deshalb konnte ich nichts dran machen an der Seite. So ist das halt. Ne? Das ist das, wie wenn du so einen Blog hast, selber, ich weiß es nicht, die wenigsten haben vielleicht einen, wenn die so Joomla oder WordPress oder so verwenden und so einen Blog haben, ja, aber dann die Software nicht mehr, dann nicht mehr rein können, ja, dann nichts mehr dran machen können und ihre ganzen Daten futsch sind, ne? Das ist dann schwierig. Aber ist ja auch egal, komm. Klasse ist es, dass wir immer super Musik haben. Ich habe auch schon wieder viele Sachen jetzt entdeckt, die ich ja noch auf meinen Rechnern und so hatte. Aber ich habe noch nicht alles wieder so weit reinstalliert und so. Das ist jetzt hier auch noch bei mir noch so eine kleine Baustelle. Ne? Aber das kriegen wir schon hin. Jedenfalls hörten wir hier auch von Alvin IRB Technical Falls. Mit Technik haben wir es ja auch am Hut, gell? Und insofern, klasse. Hier. Und dann, also ihr könnt mir hier während der ganzen Sendung natürlich klar hier auch im Chatraum posten. Nicht? Und natürlich auch mir eine E-Mail schicken unter radio@wakenews.net. Ne? Das ist meine E-Mail-Adresse. Das ist mir immer am liebsten. Da kann ich es besser lesen von da. Und was heute Besonderes ist, wir haben nachher einen tollen Gast bei uns, den wir auch so richtig dann dem zuhören, der zuhören können, das ist ja eine Dame, ne? Und zwar Frau Dr. Gabi Reder, Psychotherapeutin. Ne? Und die weiß also, wovon sie spricht. Und die hat uns heute ja einige tolle Informationen mitgebracht. Da hole ich sie im Laufe der Sendung dann noch rein. Zu unserem heutigen Thema. Ne? Und das heutige Thema ist Mind Control. Ne? Wie weit kontrollieren die Schattenmächte unsere Gedanken und Träume? Ja, und auch bei Milen FM kann man dabei dazu lauschen. Ne? Und wer jetzt auf meiner Seite war, wakenews.net, Wake News Radio, der kann auch sehen, dass ich jetzt auch das aktualisiert habe, die Seite aktualisiert habe. Ne? Dass man wenigstens jetzt mal wieder weiß, was los ist. Ne? Okay, also ja, ich guck gerade drauf. Ne? So schlimm ist nicht. Im Gegenteil. Ne?
Und da habe ich jetzt auch das Milen Webradio, ein Button drauf geklickst, ne? Und dass man da so auch mal gucken kann. Ne? Und ich werde das natürlich dann auch mal dann alles wieder schön aktualisieren, sodass jeder immer Bescheid weiß. Gell? Ja, auch die anderen Seiten auf meiner Webseite wakenews.net oder wakenews.de gehen auch wieder. Das heißt, ich habe auch schon angefangen, da wieder zu aktualisieren. Wenn man zum Beispiel auf News geht, also oben Eingangsseite, nur das für die Leute, die das jetzt nicht so auf Anhieb sehen, weil sie nur auf mein Bild schauen oder so oder nur in meinem Chat drin sitzen. Es gibt also auch noch ein paar mehr Informationen auf der Webseite, die man sich anschauen kann. Da gibt es nämlich also zum Beispiel so einen Reiter. Ne? Also wenn man auf Neudeutsch, können wir da auch News dazu sagen. Da kann man draufklicken und da kommt man auf die Seite, wo ich dann so versuche, die aktuellen Neuigkeiten zu verlinken, ne? Drauf zu bringen. Und dann gibt es natürlich auch den Bereich Themen. Okay, da arbeite ich natürlich jetzt noch ein bisschen dran. Hatte jetzt ja fast ein halbes Jahr keine Zeit dazu, ne, weil ich das gar nicht konnte. Dann gibt's natürlich dann auch so Sachen wie Planet X oder Weltkrieg 3 und so. Das sind so spezielle Themen, an denen ich auch vorher immer intensiv gearbeitet habe und dort Neuigkeiten versucht habe aufzubereiten. Es reicht ja nicht einfach nur immer irgendwas zu sagen, sondern es soll und müsste auch mal kommentiert werden, ne? Oder? Ja, wie man will. Also so ist das. Das nur so mal ein bisschen zur Einstimmung. Und da ich da so froh drüber bin, machen wir euch jetzt mal einen Applaus. Ja, das muss auch mal sein. Ne? Wir müssen uns auch selbst applaudieren können. Okay. Ja, und was hat es mit dem heutigen Thema auf sich? Ja, gut, in allen meinen Sendungen reden wir über die neue Weltordnung, die DIMS, ja, das ist die Abkürzung für die dominante, irrsinnige Minorität, ja, und deren Machenschaften. Aber wir haben immer schon vermutet, dass wahrscheinlich auch noch eine ganze Menge mehr dahinter steckt. Und auch diesen Dingen wollen wir ja so ein bisschen auf die Spur kommen. Und in dem Sinne dachte ich, pirschen wir uns da mal so ein bisschen heran und suchen uns mal den einen oder anderen, der uns da auch noch wieder neue Informationen und Gedanken, Ansichten oder Erkenntnisse mitteilen kann. Das werden wir gleich tun mit der Frau Dr. Reda. Und aber bevor wir das machen, gehen wir doch mal hier nochmal rein. Ich habe also immer zu jeder Sendung mache ich jetzt immer so eine Veröffentlichung, ne? Mein Blog mywakeness.wordpress.com mit diesem heutigen Thema Mind Control, wie weit kontrollieren die Schattenmächte unsere Gedanken und Träume. Und da heißt es, wundern wir uns nicht täglich über die Verhaltensweisen der Menschen, ihre Ignoranz, ihre Verdrängung von Tatsachen, ihre Ablehnung von Gedanken und Kritik, die man mit ihnen teilen möchte. Sind wir, die Matrix bereits erkannt haben, nicht immer wieder sprachlos, dass die Menschen sich freiwillig versklaven lassen, sich tyrannisieren lassen, sich vergiften lassen, Tag ein und Tag aus? Niemand stellt Anordnungen, Befehle, Weisungen in Frage. Niemand erblickt die teuflischen Machenschaften skrupelloser Bankster, Politiker, Wirtschaftsführer, die nur dem Mammon dienen, nur einer unsichtbaren Macht, die sich genussvoll die Hände reibt, ob all dieser Schäfchen, die nichts Böses ahnend in dieses Schlachthaus geführt werden. Sind unsere sogenannten Regierungsvertreter, die Mächtigen, eigentlich alle die, für die sie sich ausgeben? Gibt es eventuell hier etwas unvorstellbar Unbegreifliches, was sich vor unseren Augen abspielt? Ist der Film »Sie leben« gar Realität? Ja, über den haben wir schon ein paar Mal gesprochen. Werden unsere Träume, wird unser Verhalten künstlich gesteuert? Das werden wir nachher mit unserem Gast Dr. Gabi Reda diskutieren. Und das wird bestimmt hochspannend. Man kann mir natürlich auch und ihr während der ganzen Sendung dann Fragen reinposten oder eben per E-Mail stellen unter radio@wakeness.net. Da freuen wir uns, versuchen da auf das eine oder andere natürlich auch gerne einzugehen. Ne?
Und immer wenn ich da so meine Texte durchlese, ne, auf dem Blog, da sehe ich immer gleich die ganzen Rechtschreibfehler. Also ich lese das vor allen Dingen deswegen durch, damit ich nochmal gucken kann, ne, ob ich irgendwelche Rechtschreibfehler gemacht habe. Oh Mann, ey. Aber so ist das halt, ne? Wenn man dann auch schnell was schreibt, passiert das, oder? So ist das halt, ne? Ja, Schlachthaus habe ich kein H mit drin, ne? Aber manchmal ist auch die Tastatur, gell, die nicht so mitspielt, ne? Die Gedanken viel schneller, als es die Tastatur schafft, mitzumachen, oder? Gell? Aber wir stehen ja zu unseren Fehlern, denn wenn wir das nicht täten, wären wir nicht in der dritten Dimension, sondern schon woanders. Ne? Vielleicht gelingt uns das ja auch nochmal irgendwann. Ne? Haben wir uns gestern übrigens darüber unterhalten. Wir hatten noch eine Konferenz, eine Skype-Konferenz, Europa, Amerika. Ne? Und haben uns auch so vorgestellt, ja, also viele gehen ja davon aus, am 21.12.2012 ist vorbei. Ne? Die einen hoffen, dass sie abgeholt werden von irgendeinem wartenden Taxi, UFO, Raumschiff. Ne? Und die anderen, ja, die sind sich noch nicht so ganz sicher, die träumen überhaupt noch, die denken noch, alles bleibt so, wie es war, ne? Ihr Häuschen bleibt ihnen erhalten und die Rente ist sicher. Ne? Und dann wieder andere, die sehen das auch wieder durch eine andere Brille. Aber wie gesagt, wir sind dann erst ganz hundertprozentig schlau, wenn es dann soweit ist. Da muss man dann mal sehen. Gell? Aber bevor wir jetzt hier das auch noch weiter diskutieren mit unserem Gast, noch ein paar kleine Neuigkeiten. Ich habe natürlich diese gleich hier bei Wake News News mal gepostet. Gell? Und zwar, weil die in gewisser Weise auch ein bisschen dazu passen. Ne? Hier zum Beispiel, die BRD-Regierung ist in Schreckensangst. Ne? Jetzt wird auf Facebook Fahndung gemacht nach all denen, ja, die jetzt möglicherweise sogar noch hier vielleicht die Matrix durcheinander wirbeln wollen. Ne? Jetzt haben die Landesjustizminister der BRD, nicht Regierungsorganisation, wissen wir ja, und haben wahrscheinlich alle keine Amtsgewalt und so. Und ach, ja gut, aber wen schert das schon? Ne? Also die sitzen auf jeden Fall immer noch weiter zusammen. Solange sie auf Kosten der anderen leben können, ist das in Ordnung. Auf der sozialen Hängematte der Landesjustizminister. Ne? Okay, also hier haben die Landesjustizminister beschlossen, das war übrigens hier erschienen beim Handelsblatt, ne? Ein ehrbares Matrix-Medium, beschlossen, die Idee von Polizeifahndungen im Internet weiter zu verfolgen. Jawohl, jetzt schleusen sie die Polizisten durch die ganzen Kabel. Oder auch kabellos, dann werden sie dematerialisiert und dann wieder rematerialisiert und dann sitzen sie mit einmal hier zu 15 Mann aus dem Kabel aus der Steckdose hier bei dir auf dem Schreibtisch. Okay, und dann gucken sie aber erstmal, ne? Ist das ein Aufgewachter? Dann ist er Terrorist. Ne? Oder alle, die eventuell noch daran glauben, dass es ein Deutschland gäbe oder was weiß ich, irgendeine Nation, in Europa ist das ja auch so dazwischen, ne? Da ist das nicht mehr so wie früher, ne? Frankreich ist Frankreich, ne? Das ist nur noch so ein kleiner Vasall, ne? Das ist so ein kleine Weide, eine Schafweide, da steht draußen ein F, ein großes F dran, ne? Haben sie überall mal ein bisschen hingeklickt. Also der Draht, der drumherum ist, da läuft noch kein Strom durch, das kommt noch. Aber, und so weiter. Komm, brauche ich jetzt nicht weiter. Ihr wisst, was ich meine. Das ist also interessant, denke ich. Und da müssen wir jetzt mal so ein bisschen drauf achten. Ne? Und dann kommt noch was Neues. Mind-Control-Praxis. Wie sieht Mind-Control in der Praxis aus? Die EU will Kinderbücher mit traditionellem Rollenbild, ja, zum Beispiel so, wie wir das früher gemacht haben, Vater, Mutter, Kind und so, ne? Junge und Mädchen, ne? Das wird alles jetzt verboten. Das wird alles. Ja, das haben sie ja schon 1984 gemacht, ne? Beim George Orwell. Haben sie alles geändert. Gibt's nicht mehr. Gell? Das war zum Beispiel eins. Und jetzt hier, damit wir wissen, wie die NWO arbeitet. NWO ist ja eigentlich wir sind ja im Faschismus und Mussolini hat es klar erklärt. Wenn Firmen und Regierung eins ist,
Nicht? Und da droht Siemens-Chef Löscher China. Wir sollen ja die WTA-Regeln einhalten sonst. Ja, wer weiß, sonst kommt der Stuxnet vorbei. Guck mal rein. Die, ne, dann brauchen Sie gar nicht Facebook. Das geht auch über Stuxnet. Na, kommen die NBO-Firmenpolizisten überall ins Netz. Ja, und ganz traurig ist natürlich hier, Israel ist natürlich jetzt hier wieder komplett abgehoben. Die machen also, die sind also voll im Holocaust-Rausch. Da gibt's jetzt die Killing Fields in Gaza. Da gibt's auch ein Video dazu. Das will ich lieber nicht erklären. Das kann man sich anschauen. Ja, aber dann noch vielleicht so zwischendurch, damit wir auch wissen, dass der helle Wahnsinn überall aktiv ist. Hier wieder. Also ich weiß auch nicht, warum das so ist, aber in der BRD ist anscheinend also alles besonders, besonders Matrix, tyrannisch und was weiß ich. Da, wegen Bankenkritik, also jemand hat eine Bank kritisiert, wurde er in die Psychiatrie eingewiesen. Wie kann auch bitteschön jemand behaupten, diese digitalen Zahlen, die du da siehst, hier zum Beispiel im Computer, wenn es Strom gibt, ne, das sei reales, wertvolles Gut. Wie kannst du das sagen, dass das nicht der Fall sei? Also das Kritisieren, ne? Also nicht sagen jetzt, hey, das ist doch alles heiße Luft, das ist doch nur ein Stromimpuls, das ist doch nichts. Und da schreibt irgendeiner irgendwo eine Dings rein auf der Tastatur, ne? Und wenn er sich verschreibt, kommt ein paar Nullen mehr. Nee, wenn du das behauptest, dann landest du in der Psychiatrie. Wer kann denn bitte schön Banken kritisieren? Das ist doch die Regierung. Das sind die Herrschaften, die uns regieren, die Hosen anhaben. Manchmal auch Baröcke, ne? Aber eher weniger. Das sind, glaube ich, eher die Männer, ne? Die da, oder männlich aussehende Wesen. Ja, was es damit auf sich hat, kann man da immer ein bisschen diskutieren. Übrigens mal etwas Interessantes. Ich bin ja auch gerne ein bisschen provokativ, das wisst ihr, ne? In den Sendungen, ne? Muss man auch sein, damit die Leute wach werden. Ja, sonst denken die alle, oh, heute ist schon wieder ZDF und ARD in der ersten Reihe. Oh. Und das alle halbe Stunde das Gleiche. Ne? Also das machen wir hier nicht. Ne? Ich bin immer nur dienstags und donnerstags 16 bis 18 Uhr live. Dann machen wir immer eine Wiederholung. Ne? Machen wir hinterher auch, wenn das alles klappt. Ja? Ich hoffe, ich habe jetzt nicht alles durcheinander gewirbelt. Technik. Ach so, übrigens, das glaubte irgendeiner nicht, dass man mir meine Sachen konfisziert hat. Ich habe hier noch sogar einige Sachen noch gar nicht ausgepackt. Halte ich mal so ein paar in die Kamera. So Tütchen, ne? So Polizeitütchen. Es steht zwar jetzt nicht drauf, dass das Polizei ist, aber das sind so Tütchen, die verwendet haben. So Plastikdinger. Da haben sie zum Beispiel irgendwelche Kassetten von irgendwelchen privaten Aufnahmen, ne? Haben sie konfisziert. Da steht dann drauf R120-423-113-30-GS-75-12, Position 3. Ich weiß zwar nicht, was das für Position ist, aber oder hier meine ganzen Sticks, ne? Hier Position 14, gleiche Nummer. Ne? Ich halte das mal in die Kamera. Ich habe es noch nicht mal ausgepackt. Also ich muss erst mal sehen. Wir haben erst mal gecheckt, ob die PCs verwanzt haben und so. Hier haben sie ein original eingeschweißtes Flash Memory Card. Ne? Diese Dinger, die man da verwendet, so um das zum Beispiel in so ein, was weiß ich, eine Kamera reinzumachen oder was weiß ich. Also so, ne? Das original eingeschweißt. Das habe ich noch nicht mal aufgemacht. Ne? 2 GB SD Memory Card. Das haben die mitgenommen und eingetütet. Also die haben echt nicht alle Tassen schon. Okay, da kommt ja auch noch ein Riesending, aber bis ich das alles aufgearbeitet habe, muss das dauert noch ein bisschen, aber umso schöner wird die Geschichte dann, wenn ich das alles auch dann mal, was ich dann noch alles vorhab, Leutchen, das wird noch spannend. Ne? Deshalb freuen die sich alle. Und so in der Begründung, ich habe jetzt die Sachen zugeschickt gekriegt hier vom Anwalt, also da geht nicht wirklich was draus hervor, da steht nur so inhaltlich, ich habe das Ding jetzt irgendwo vergraben, ich habe es nicht vor mir liegen, da steht so drin, ja, für die weiteren Ermittlungen ist es nicht erforderlich, dass wir die Sachen von Herrn Hegeler
zur Verfügung haben oder sowas, ne? Ach so. Aber 2 oder 3 Monate bereiten Sie diesen Einsatz vor. Morgens um 4:30 oder wann immer das war, stürmen Sie meine Bude und hier von einem meiner Verwandten auf der BRD-Seite. Bei mir waren Sie mit 15 Mann und bei Ihnen waren Sie, glaube ich, mit 4 oder 5. Ach so, und das war aber eigentlich gar nicht nötig, weil das brauchen Sie eigentlich gar nicht. Warum sagen Sie denn solche Einsätze? Warum konfiszieren Sie alles? Warum wollen Sie alles gebrannt haben, also gespiegelt haben und das und machen einen riesen Terz? Warum? Das habe ich immer noch nicht verstanden. Ich weiß ja, dass das eher auch ein unrechtmäßiger Einsatz war bei mir. Das muss ja auch mal gesagt sein. Das wird noch hochspannend. Wir werden da schon mal versuchen, noch ein bisschen den auf den Zahn zu fühlen. Ich glaube, die Zähne sind schon alle ziemlich faul. Ob der Nerv schon raus? Das wird wehtun. Ja, aber gut. Das ist noch eine andere Sache. Aber ich wollte es mal so erwähnen, ne? Bei der Gelegenheit. Weil irgendeiner gesagt hat, mir hätten sie die Sachen überhaupt nicht weggenommen. Das hätte ich mir einfallen lassen. Klar, ich verzichte auch freiwillig ein halbes Jahr auf die Aktualisierung meiner Webseite. Oh Mann, das sind Leutchen, du. Hey, jetzt muss ich mal gucken hier. Habt ihr mir schon was reingeschrieben, hier da? Ich rede hier die ganze Zeit von mir hier, was? Okay. Tja, nee, was das vor allem gekostet haben soll. Ich weiß auch gar nicht, wie die das machen. Ja, die ziehen das einfach zurück. Und da sagt die Staatsanwaltschaft hier in Basel, ja, die haben das, ja. Ach so, ja, das hat ein paar Tausende, zigtausende kostet, aber ach, das spielt doch keine Rolle. das werden wir mal schauen. Es gibt ja auch so, ne, so Überprüfungsgremien gibt es auch noch, auch überregional, ne? Okay. Ja, ich weiß auch nicht. Also es ist schon wirklich merkwürdig, gell? Aber jedenfalls habe ich jetzt wieder alles und muss aber, ich, wie gesagt, also. Ne, könnt ihr euch vorstellen, ein halbes Jahr muss ich es erstmal wieder aufholen. Das geht auch nicht so gerade über Nacht. Ne? Aber ich habe schon mal ein bisschen angefangen. Und wir werden das beinhart weitermachen. Ne? Ausbauen sogar noch. Okay, ich habe noch nicht mal Zeit gehabt, was zu essen, ey Leute. Aber gut, ich mache nachher eine kurze Pause, muss ich mir schnell was zwischen die Kiemen schieben. Okay. Inzwischen müssen wir mal so ein bisschen Himbeersirup. Wasser, ne? Also vom Bauern übrigens, ne? Ich halte das mal hoch, ne? So ein rosarotes Fläschchen, ne? Habe ich gemixt mit gefiltertem Wasser und echten Himbeersirup vom Bauern, ne? Selber gemacht. Habe ich gefragt, habt ihr auch Himbeergeist, ne? Also diesen Schnaps da? Oh nee, damit hätten sie doch so viel Himbeeren und so viel, das hätten sie nicht. Also siehst du, von einer ganz kleinen Hecke Himbeeren trinke ich jetzt den Sirup. Okay, das nur so am Rande, gell? Man muss also nicht unbedingt beim Aldi das kaufen oder so, ne? Beim Aldi oder beim Noi, ich weiß nicht, wie es heißt. Gut. Ja, ich ein paar Gesundheitstipps, ne, von mir. Ich mache jetzt demnächst auch mal eine Gesundheitssendung. Okay. Ja, wie gesagt, bei mir geht es auch manchmal lustig her, nicht immer nur tief traurig und deprimiert. Oder? Okay. Hier, was habt ihr hier? Hirnschnecken fallen ab und Zwangsverwaltungen gehen kaputt beim Schlomo-Paradoxon. Was ist das denn? Da verstehe ich gar nichts mehr. Haben wir da einen neuen Wissenschaftler hier bei uns in der Sendung? Demnächst? Oder wie? Okay. Ja, wenn es klingelt, schreibt einer, ist es der Pizzakurier? Na, es kann auch vielleicht wer anders sein in der BRD. Geht's rund zur Zeit? Da schicken sie ihre Einsatzkräfte. Ich weiß gar nicht, ob die, haben die so viele überhaupt, dass sie da überall vorbei, bei allen Facebook-Leutchen mal vorbeischneien können? Mit 15 Mann und Frau? Keine Ahnung. Wird noch hochinteressant. Schauen wir mal. Okay, also schickt mir noch was rein hier. Radio Awakenings.net. Oh, ach, das haben wir ja schon wieder eine Mensch. Komm, schauen wir mal. Hallo Detlef, steht hier, wenn nichts mehr aus uns steuermäßig rauszuquetschen ist, dann erheben Sie eine Gedanken- und Traumsteuer. Am Ende haben alle Bewohner einen Euter mit 10 Steuerzitzen,
Das wäre für die Dimps der perfekte Burger. Das ist eine gute Überlegung, ja. Oh, nee, das löscht hier auch, wenn der Aufgewachte dazuhört. Nicht veröffentlichen, sonst holen Sie sich da noch ein paar Tipps bei uns. Gell? Okay, schauen wir mal. Ne? Ja, okay, dann kommen noch ein paar Dinger hier, aber das machen wir gleich, weil, wie spät haben wir? Oh, jetzt haben wir schon wieder eine halbe Stunde vorangeschritten. Wollen wir nochmal schauen, ob unser Gast schon da ist. Frau Dr. Gabi Reda, die spreche ich übrigens mit Gabi an. Ne? Das Doktor sparen wir uns. Oder? Bist du schon drin? Sie muss mir jetzt ihr Mikrofon freischalten. Ne? Schauen wir mal. Oder hast du schon aufgehängt? Nee, ich glaube nicht. Ne? So, ist die Gabi schon da? Bist du da, Gabi? Ne? Muss das Mikro freischalten. Okay, schauen wir mal gleich, ob sie schon drinsteckt, ne, der ganze Sache. Auf jeden Fall ist das hochspannend, denn ich meine, Gehirnwäsche ist ja das, was hier tagtäglich stattfindet. Uns ist das ja längst klar, Mind Control ist, wie die Welt regiert wird. Ne? Ich bin da. Ah, jetzt haben wir sie. Prima, hat das geklappt. Klasse. Ja. Ja, ich würde mal sagen, ich habe dich schon so ein bisschen angekündigt, aber es ist natürlich immer schöner, wenn man persönlich etwas hört von demjenigen. Vielleicht kannst du mal ein paar Sätze zu dir sagen und dann, wie du überhaupt dich mit diesen Dingen, über die wir heute sprechen wollen, wie du da drauf gekommen bist. Das wäre hochinteressant für unsere Zuhörer. Ja, also mein Name ist Dr. Gabriele Reda. Ich habe Psychologie studiert. Habe dann aber da nicht viel gelernt und habe dann sofort in den Semesterferien meine Koffer gepackt und bin damals nach Amerika gefahren und habe dort meine Ausbildung gemacht, unter anderem auch bei Timothy Leary, dem LSD-Forscher, bei John Lilly, der Delfinforschung gemacht hat. Und da habe ich natürlich einen völlig anderen Horizont bekommen, als wenn ich hier nur Psychologie studiert hätte. Dann habe ich mich auf der ganzen Welt umgeguckt, nach alten Heilmethoden, wie auch andere Kulturen, psychische Erkrankungen, wenn man das so will, heilen, was das immer ist. Und das war dann schon hochspannend und da habe ich natürlich sehr viel dazu gelernt. Klasse, ja, das hier hört sich auch beeindruckend an, muss ich sagen, denn gerade so, ich weiß ja auch noch da mit dem Leary und so, der hatte ja unglaubliche Wellen geschlagen damals mit seiner Forschung, wobei auch nicht ganz unbestritten, ne, denke ich, oder? Nein, also es war unbestritten, solange der CIA zugestimmt hat, als sie dann das LSD-Forschung übernommen haben, um, genau jetzt sind wir schon beim Thema, Bewusstsein zu manipulieren, haben sie ihn dann abgesetzt, haben ihn verfolgt, bis Afghanistan ist er damals geflüchtet und dann hat er im Knast gesessen und da hat er aber dann seine besten Bücher geschrieben in Amerika. Wow, ja. Also der hat es nicht einfach gehabt. Ja. Na, und du musst bedenken, dass fast alle Forscher, die früher also viel für die Bewusstseinsforschung getan haben, dann erst bei den Geheimdiensten gearbeitet haben, dann, als sie merkten, dass es missbraucht wird, ausgestiegen sind und dann, wenn sie dann weitergemacht haben, auch verfolgt wurden. Ja. Gut, das ist ja bis heute so. Und leider ist dieses Wissen von damals alles ziemlich untergegangen. Ja. Wir haben eigentlich alles schon zur Verfügung, um in das goldene Zeitalter zu treten. Ja, und das ist, glaube ich, das Stichwort. Keiner weiß es. Ne? Das ist das Stichwort, glaube ich. Ne? Ja. Gabi, jetzt musst du nur noch mal eine Frage beantworten. Hast du vielleicht da irgendeinen Speaker, irgendeinen Lautsprecher im Hintergrund an? Nein, ich habe nichts an. Okay, weil ich hörte da so ein paar Geräusche, aber... Okay. Nee, also ich bin hier ganz alleine. Ja, man ist nie, wir sind ja nie allein. Naja, ich meine jetzt hier im Raum oder ich habe auch kein Telefon an, gar nichts. Ja, die BRD-Polizei hört schon durch die Leitung alle mit. Ne? Okay, das ist okay. Schon klar. Alles klar. Okay, Gabi, das Thema von heute ist ja Mind Control. Und zwar, ja, eigentlich geht es darum, wie weit kontrollieren die Schattenmächte, ich spreche ja auch über Schattenmächte, unsere Gedanken und Träume,
Und das hatten wir so ein bisschen vorbesprochen, dass das natürlich ein Riesenthema ist. Ne? Da kommt man wahrscheinlich mit 2 Stunden überhaupt nicht aus. Aber vielleicht könntest du auch noch mal so ein bisschen dort dein Hintergrundwissen kurz erläutern und dann einfach mal einsteigen. Ja, ich würde einfach mal einsteigen bei der ganzen Geschichte der Menschheit seit der Bibel, weil da hat eigentlich die Mind Control schon angefangen. Jeder von den Mithörern weiß, kennt ja die Geschichte aus der Bibel, als Eva den Apfel aß und dann wurde die Menschheit aus dem Paradies vertrieben. Das Paradies, warum wurden wir daraus vertrieben? Die arme Eva aß den Apfel und in dem Apfel, das war also kein Apfel, den wir hier haben, sondern das war ein Granatapfel. Und Granatäpfel haben DMT, das ist eine bewusstseinserweiternde Droge, also nicht Droge, das ist blöd, Droge ist sowieso ein blödes Wort, bewusstseinserweiternde Substanzen. Und sie hat dann erkannt, dass da irgendwas mit den Menschen passiert und darauf sind sie dann rausgeschmissen worden. Ne? Also wir haben das Paradies verlassen und sind sozusagen einen Abstieg in die Hölle gemacht, wenn man das richtig versteht. Das ja. Wichtigste dabei war, dass dann als Folgeerscheinung daher die rechte und linke Gehirnhälfte getrennt wurden. Wenn wir mit der rechten und linken Gehirnhälfte synchron arbeiten, dann haben wir auch die E-Mail zum lieben Gott. Wenn wir nur mit der linken Gehirnhälfte arbeiten, nicht. Ist ja. Das erstmal verständlich soweit? Ja. Mhm. Gut. Na, das heißt also, dass nicht die Gene manipuliert wurden, wie es Herr Sitchin und andere Leute behaupten, sondern die sind einfach nur lahmgelegt worden. Und zwar durch die niedrigen Frequenzen, die sich daraus ergeben haben, dass die rechte und linke Gehirnhälfte getrennt wurde. Mhm. Ja? Wir sind also verdonnert worden, auf der linken Gehirnhälfte hauptsächlich zu denken, weil Denken gehört auf die linke Gehirnhälfte. Da gehört auch die Sprache zu. Denkt mal an die schöne Geschichte vom Turmbau zum Babel, wo sie uns Sprachen gegeben haben, damit wir uns nicht mehr verstehen. Das tun wir auch heute nicht. Mhm. Na, selbst wenn wir Deutsch reden, hat jeder, also zum Beispiel wenn ich sage, der liebe Gott, hat jeder eine andere Vorstellung davon, was das ist. Der eine sitzt da auf dem Thron und der andere ist sonst was. Also wir müssen uns dann auch schon über die Inhalte der Worte eigentlich unterhalten, über das wir sprechen. Also auch da ist schon schwierig die Kommunikation der Menschen untereinander geworden. Und das war auch so, das war die nächste Genmanipulation. Denn Sprache gehört auch auf die linke Gehirnhälfte, weil die Menschheit wir haben eigentlich telepathische Fähigkeiten, wenn wir auf der rechten Gehirnhälfte sitzen würden. Die linke Gehirnhälfte ist eigentlich nur dazu da, um hier die Überlebensstrategie zu haben. Also wenn uns ein Löwe anfällt, dass wir auch wegrennen und uns nicht auffressen lassen. Aber das ist dann systematisch dazu gemacht worden, ein Angstprogramm herzustellen. Ne? Und in dem Angstprogramm leben wir heute alle. Ja, das hängt ja auch mit der Ausbildung zusammen, die wir durchlaufen müssen, der Zwang dazu und so weiter, oder? Ja, aber das ist ja, da wird ja auch nur die linke Gehirnhälfte gefördert. Ne? Ne? Also wenn man sich das Gehirn mal anguckt, dann gibt es hinten das Reptiliengehirn, heißt auch noch so. Das ist 100% Konkurrenzdenken. Da herrscht nur Angst und kein freier Wille. Also der Mensch hat, auf dieser Gehirnhälfte uns nur befähigen, auch keinen freien Willen. Das sind also die Überlebensstrategien wie Flucht- und Kampfreflex, zwanghaftes Verhalten, Alltagsrituale, jegliche Form des Betruges, Machtkontrolle, Aggression, Rechte Stärkeren, Gewinnern steht alles zu, Angst nicht zu überleben, kalte Augen, Kaltblütigkeit. Ne, das ist diese Vorstellung, ich ganz allein auf der Welt, ansonsten interessiert mich keiner. Deshalb planen sie auch die Zukunft und nichts bleibt dem Zufall überlassen. Und das sind dann auch wieder unsere Illuminaten, Klammer auf, Klammer zu. So, ja. Sie gelten dann als clever und intelligent in unserer Gesellschaft. Das ist aber eigentlich nur nichts anderes als verdeckte Unsicherheit. Das ist also Cleverness ohne Weisheit. Ne, deswegen hat Einstein auch gesagt, man kann ein Problem mit dem gleichen Bewusstseinszustand lösen, mit dem man es erschaffen hat. Deswegen kann man auch die Bankenkrise nicht lösen, weil die Leute, die da sitzen, haben ja die Bankenkrise sozusagen hervorgerufen. Wie wollen die dann ein anderes Bewusstsein haben? Geht gar nicht. Ne? Ja,
wie der Bock, der Gärtner sein soll. Ne? Genau, ne? Also es funktioniert nicht. Die nächste, dann haben wir, gucken wir uns mal die rechte Gehirnhälfte an, was da eigentlich los ist. Auf der rechten Gehirnhälfte, warte mal einen Moment, ich kann das zwar alles auch auswendig, aber immer noch ganz nett, wenn man nochmal seinen Spickzettel dazu hat. Die rechte Gehirnhälfte ist also komplett freier Wille und die Verbindung zur Seele. Ne, weil da wir unsterbliche Wesen sind, was man uns ja auch abspricht, haben wir da auch Kontakt zu unserer Seele. Dann darüber geht es dann auch, dass wir, da fällt auch rein, Kunst, Musik, also alles, was auf die rechte Gehirnhälfte, Fantasie, Spiritualität, alles, was schön ist eigentlich, ne, wo wir Freude und Spaß dran haben. Deswegen ist es auch für die rechte Gehirnhälfte ganz wichtig, da hat man Zufriedenheit, starkes Interesse, man ist fröhlich, man ist begeistert. Und genau das fehlt im Angstprogramm auf der linken Gehirnhälfte. Da ist einem das, ne, können die Zuhörer auch gerne mal auf meine Homepage gehen, da habe ich das alles auch noch genau beschrieben. Das ist www.raumschiff-erde.info. Ja, pass auf, Gabi, nur einen kleinen technischen Hinweis. Bisschen weiter weg vom Mikro, weil sonst kommen da die ganzen Hauchgeräusche mit rein. Okay. Ah, so genau schauen wir und hören wir dazu jetzt. Ne? So ist gut, ja. Das Wichtigste an der ganzen Geschichte ist eben, dass sie durch die linke Gehirnhälfte auch unsere Sinne reduziert worden. Der Mensch hat sage und schreibe 360 Sinne zur Verfügung. Und uns gelassen haben sie 5. 360 Sinne? 360 Sinne, so. Und die Frequenzerhöhung oder die Energieerhöhung, von denen jetzt jeder spricht, ist nichts anderes, als dass unsere Sinne nacheinander freigeschaltet werden. Wow. Das ist natürlich enorm, ja. Und das ergibt im Moment natürlich ein ziemliches Chaos. Die Psychiatrien sind voll, was hier Menschen, die ich kenne, erzählen, ist genau das. Also es läuft vor unseren Augen ab. Ne? Ja, das sind wir natürlich heiß drauf, zu erfahren, was du da vielleicht weißt, wie das, warum das so ist und so. Und dann schauen wir mal. Ne? Ja, die Energieerhöhung läuft schon seit 1996. Ne? Das ist die Energieerhöhung, dass die Erde ist ja, also unser Sonnensystem reist ja durchs Universum und wir reisen jetzt gerade in Richtung galaktisches Zentrum. Deswegen ja auch der 21.12., wo wir eine direkte Verbindung von Erde, Sonne, Sirius, die Zwillingssonne und dem Zentrum der Galaxis haben, dem angeblichen schwarzen Loch. Mhm. Na, ja. Und da kommt ganz viel Energie her im Moment. Deswegen haben sie auch Chemtrails und alle möglichen anderen Sachen eingerichtet, diese Energien hier von der Erde fernzuhalten. Denn die Menschheit soll ja bitteschön nicht aufwachen. Ja. Hm? Das würde deren Pläne ein bisschen durcheinander bringen, ne, wenn das klappt. Ja, da die das wissen, haben die das ja schon jahrhundertelang vorbereitet. Ne, deswegen auch die ganzen Katastrophenfilme. Wir gehen alle unter. 2012, guckt euch die Hollywood-Filme an oder so. Das ist ja alles darauf spekuliert, die Leute wieder auf die linke Gehirnhälfte zu verbannen in Angst und Schrecken. Ja. Deswegen auch der Weltuntergang oder so. Quatsch, es wird natürlich nie einen Weltuntergang geben, sondern wir werden einfach nur intelligenter. Und was hat Timothy Leary gesagt schon? Es ist nicht so erotisch wie intelligent zu sein. Wow. Ja, dann wissen wir ja, woran wir arbeiten müssen alle, ne? Genau, daran müssen wir arbeiten. Und das Wichtigste ist, dass wir im Moment uns nicht einschüchtern lassen, uns nicht kaputt machen lassen. Und das wird noch schwieriger werden, weil die andere Seite bekommt natürlich auch Angst oder die bekommt Angst. Ja, zunehmend. Ne? Wenn die Schwingungserhöhung so weitergeht, wie sie geht, wird die Menschheit, ob sie wollen oder nicht, aufwachen. Ja. So einfach ist das. Tun ja jetzt schon sehr viel. Also ich meine, ich bin ja froh, dass ich viele Zuhörer habe, die
ja, die schon diese Entwicklung also schon vollzogen haben oder beziehungsweise auch mittendrin sind, so wie ich selbst auch. Man ist ja nicht fertig, ne, oder? Nee. Pass auf, ein sehr schönes Video bei YouTube zur Darstellung der unterschiedlichen unterschiedlichen Möglichkeiten der rechten und linken Gehirnhälfte. Das gibt sogar in Deutsch jetzt mit Untertiteln, ist mitschreiben Jill Bolton Taylor. Und das könnt ihr da runterladen. Moment mal. Oder euch angucken. Das. Ja, ich kann es ja dann als Link auch in den Text mitnehmen. Ja, du kannst mir das dann nachher unten reinposten, genau, vielleicht, wenn das geht. Jill Bolton Taylor. Ja. Die hat einen Schlaganfall überstanden, also die ist Gehirnforscherin und hat einen Schlaganfall gehabt. Und zwar ist ihre linke Gehirnhälfte komplett ausgefallen im Laufe. Mhm. Aber da sie Wissenschaftlerin auch spezialisiert auf Gehirne war, hat sie sich das angeguckt. Also sie ist nicht irre ausgerastet, sondern sie hat genau gesehen, welche Funktionen ausfallen, wenn es die linke Gehirnhälfte nicht mehr gibt. Und das ist sehr interessant. Also das ist total spannend. Die Frau ist, also erzählt das auch sehr empathisch und sie fordert uns zum Schluss auf, dass wir uns selber mal angucken, dass wir eigentlich zwei Menschen sind. Der einen der linken Gehirnhälfte, da heiße ich Frau Dr. Gabriele Reda, und auf der rechten Gehirnhälfte bin ich ein unsterbliches Wesen. Ja, das ist ja auch, macht ja auch vielen, die noch nicht so sich damit beschäftigt haben, sehr große Angst, das Sterben und so weiter. Und, ja, und da brauchst du dann gar keine Angst mehr zu haben, weil wir sterben sowieso nicht. Wir geben unseren Körper auf und das ist ein Vehikel durch die dritte Dimension und das war's. Alle Leute behandeln ihr Auto freundlicher als ihren Körper. Das stimmt, ja. Da wird mehr Geld für ausgegeben, als dass sie sich um ihren Körper kümmern, leider. Ja. Ne, denn das ist ihr Auto durch diese Realität. Ja. Ne, da sitzen wir drin. Ne, ich sage den Leuten immer, gucken Sie, Ihr Auto steht da draußen vor der Tür und wenn da Kinder drin sind, fährt es auch nicht. Ja. Ne? Ja, absolut. Und wenn ich nicht in meinem Körper sitze, dann fährt mein Körper auch nicht. Das nennt man dann Tod. Und das ist sowieso ein Unwort, weil das gibt's nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. So, ja, das ist insofern natürlich immer eigentlich täglich ein Thema, weil wir sehen zum Beispiel die ganzen Kriege, die ganzen brutalen Attacken auf andere Menschen und das Blut fließt und so weiter. Das ist natürlich schon, ne? Ja, das ist natürlich etwas, was jetzt ja Schattenwelt zuzuordnen ist, weil die leben ja von unserer Angst. Deswegen haben sie uns ja auch in Angst gepackt auf der linken Gehirnhälfte. Ne? Und das wäre der Inhalt meiner anderen Sendung, dass sie davon leben. Dafür braucht ihr euch ja nur die Matrix-Film 1 anzugucken. Wir sind eine Batterie. Ne? Ja, da machen wir nochmal eine Sendung. Das werden Weltkriege organisiert, weil das Massenschlachtungen sind, wenn du so willst. Und das finden die total gut. Das brauchen die. Ja, man hat das ja auch gesehen ja aktuell hier beim Obama, ne, der dann also vor dem Bildschirm saß und dann zuschaute, wie dieser US-Botschafter in Libyen abgeschlachtet wurde. Ne? Ja, ist Wahnsinn. Ne? Das ist genau das. Ne? Obwohl über Herrn Obama müsste man auch nochmal gesondert reden. Ja, sehe schon. Wir sammeln schon Themen jetzt für die nächste Sendung. Okay. Ja, also das, was ich den Zuhörern jetzt empfehlen würde, wenn sie sich da mal mit beschäftigen möchten, dass es jetzt ganz wichtig ist, im Moment die Liebe wieder zu erwecken. Das ist die rechte Gehirnhälfte. Und das kann man machen, indem man die Frequenzen jetzt auch, denen wir sowieso ausgesetzt sind, die uns runterhalten, hochhalten. Da gibt es bei YouTube zu gucken, braucht er nur eingeben, 528 Hertz. Da gibt es ganz viele Filme mit der entsprechenden 528er Frequenz. Wenn ihr euch die schon mal runterlädt und im Wohnzimmer einspielt, werdet ihr merken, dass die Schwingung sich verändert. Ja, das ist ja auch immer ganz wichtig, weil ich habe ja sehr viele Menschen, die mir auch Musik zuschicken. Künstler, DJs, was weiß ich, Bands, die auch vielleicht mal prüfen sollten, ob sie was mit dieser 528er Herzfrequenz
mal probieren können, oder? Ja, also derjenige, mir fällt jetzt der Name nicht ein, in Amerika, der das rausgefunden hat, die hatten zum Beispiel in Toronto eine Messehalle gebucht und haben nur die Frequenz eingespielt. Und es kamen unheimlich viele Leute, obwohl da gar nicht los war. Die fühlten sich da einfach nur wohl. Mhm. Ne? Und die haben, und da kann man das auch im Internet, das weiß ich jetzt noch nicht wo, da muss ich nochmal nachgucken, runterladen, dass ganz viele Musiker gibt, die ihre Instrumente auf 528 Hertz auf die Frequenz beamen. Ja, das ist ganz wichtig. Es gibt sogar einen Klavierbauer in den USA, der nur noch Klaviers mit 528 Hertz baut. War das nicht der Dr. Horowitz, ne? War das doch, oder? Ja, stimmt, genau, das ist er. Ja, der ist auch übrigens bei uns bei United We Strike immer mal auch in der Sendung gewesen, hat er uns das auch mal erläutert, ja. Genau, jetzt gibt es aber noch was ganz Spannendes, was man sich jetzt runterladen kann. Das kannst du also auch auf Handy oder iPad oder sowas laden und dann erreichst du ganz viele Leute. Das ist www.heartring.com, Heartsring, also Heartsring.com. Das ist ein Herr, der das rausgefunden hat, der ist genial. Das ist auch die Liebesfrequenz und die kann man dann also auch, selbst wenn man mit jemandem telefoniert, einspielen, sodass das weltweit schneller verbreitet wird. Ja, cool. Wir machen das auch manchmal so untereinander. Machen wir auch mal. Oder bei United We Strike lassen wir es auch mal spielen. Das ist cool. Ein Herr Dan Winter, der auch hervorragende Vorträge im Internet bei YouTube runterzuladen oder zu ansehen ist, aber natürlich alles in Englisch. Ja, aber so ist das halt, ne? Genau. Ne? So, ja, jetzt cool. Bei den weiteren, uns haben sie reduziert auf 5 Sinne. Das ist Hören, Riechen, Schmecken, Fühlen, Sehen. Wie gesagt, es gibt 360. Dann kannst du dir vorstellen, wenn die auf einem Schlaf freigeschaltet werden, wird das keiner aushalten. Man kann aber jetzt auf die Hellsinne gehen. Also hell riechen, hell schmecken, hell fühlen, hell sehen, hören. Ne? Mhm. So, und das da gibt es ja schon genug Ausbildung auch, die du auch machen kannst, ja auch in Deutschland und Europa und Amerika sowieso. Das ist Remote Viewing. Ne? Und Hemi Singh von Robert Monroe. Das ist auch, der hat das rausgefunden, wie er die rechte und linke Gehirnhälfte synchronisiert. Und dann möchte ich noch jemand erwähnen, der überhaupt nie erwähnt wird. Das ist ein Herr Dr. Caligaris. Der hat vor dem Zweiten Weltkrieg in Italien gelebt und hat herausgefunden, dass es auf der Haut Punkte gibt, also keine Akupunkturpunkte, sondern völlig andere Punkte, die, wenn man die mit Magneten stimuliert, Sinne freisetzen. Mhm. Dieser Mann ist dann, im Mittelalter wäre er verbrannt worden, so hat man ihm seine Klinik weggenommen. Er ist dann an gebrochenen Herzen gestorben, aber die ganzen Bücher, die er da geschrieben hat, ganz penibel, wenn ich das und das mache, dann passiert das und das und das und das, haben die Russen sich unter den Nagel gerissen und die Amis. Und haben daraufhin ihre Psi-Forschung auch aufgebaut. Wobei wir immer sagen müssen, dass es nicht das Volk ist, sondern immer die Regierungsmächtigen. Die wollen ja nicht wissen, dass wir das wissen. So, und ich habe eine Ausbildung gemacht da drin und es ist grandios. So, leider ist Herr Dr. Caligaris überhaupt nicht mehr bekannt. Im Internet gibt es auch nicht mehr viel. Und es wäre ganz wichtig, da mal im Grunde genommen das wieder aufleben zu lassen, weil es einfach auch eine ganz einfache Technik ist. Man braucht nur ein bisschen Zeit eben, wie bei allem anderen auch. Na, aber viele Leute haben ja Zeit und könnten sich damit beschäftigen. Ich glaube, dass die kollektive Zusammenarbeit wird ja auch immer stärker, eben durch die internationale Vernetzung via Internet. Ne? Genau. Ne, in einen anderen Sinn, den sie ja auch versuchen unten zu halten, ist, dass wir sind eigentlich telepathische Wesen. Ne, aber sie geben uns Handys und alles Mögliche, dass wir also nicht mehr telepathisch miteinander kommunizieren können. Da braucht ihr euch ja nur den Film von Dieter Broers anzusehen, Revolution 2012. Da gibt es ja von Sheldrake nur genug wissenschaftliche Dokumentationen, die das beweisen. Tiere sind sowieso telepathisch. Ja. Ne? Und wenn wir im Fernsehen dann so einen Film sehen, wo der Löwe ein armes Antilopentier reißt,
wissen wir dann wieder nicht als Menschen, dass das telepathisch vorher mit dem Leittier ausgemacht wurde. Also das Leittier stellt sozusagen einen aus der Herde zur Verfügung. Mhm. Es gibt inzwischen Leute, die bringen auch den Menschen wieder bei, telepathisch mit den Tieren zu kommunizieren. Das hat ja John Lilly gemacht, auch in seiner Delfinforschung, der herausgefunden hat, dass die Delfine und Wale, besonders die Orkwale, intelligenter sind als wir. Mhm. Nur wir können uns mit denen nicht unterhalten, aber er hat ja den Tank erfunden. Das ist so eine Badewanne, wo man sich reinlegt mit viel Salzwasser und darauf schwimmt. Also dass man dann sein Körpergefühl verliert und dann eben dann also auch telepathischen Kontakt kriegt. Und das hat er dann mit Delfinen gehabt, hat auch Bücher drüber geschrieben. Wow, hochinteressant, ne? Ne? Cool. Du hast vorhin auch den Film erwähnt, Sie leben. Ne? Ja. Da möchte ich auch noch einen Film empfehlen, der ist auch anzugucken bei YouTube von José Escamilla. Das heißt Celestial, da geht es über den Mond. Der hat also einen wahnsinnigen Film über den Mond gemacht. Das hast du noch nie gesehen. Und auf dem Mond gibt es eine 25 Kilometer hohe Statue. Mhm. Jetzt können wir mal den Rückschluss schließen, auch auf David Icke, dass der Sender auf dem Mond steht. Ja. Der Frequenzen hier unten halt. Aber das ist nur mal so eine Idee, da müsste man dann noch näher hingucken. Ja, man sieht ja auch, ich meine, das wird ja auch bei YouTube immer wieder von den aufgewachten Leuten veröffentlicht, dass man da so auch sieht, wie dort UFOs von Mond mit einmal losstarten in einer riesigen Geschwindigkeit und ja, was weiß ich. Ja, das ist sowieso. Der Mond ist ja passt ja auch gar nicht in das System hinein, sondern das ist ein ehemaliges Raumschiff. Ja. Ne? Also das ist sowieso klar. Soll ja hohl sein oder zumindest. Naja, ist hohl, ne? Ja. Und auch bewohnt. Und das kann man auf dem Film von Herrn José Escamilla sehr schön sehen. Ja, deswegen dürfen die Menschen offiziell mit ihrer Raumfahrt dort auch nicht herumfliegen, ne? Oder? Ja, tun sie aber. Die Chinesen waren schon auf dem Mond, die Japaner waren schon auf dem Mond. Also das ist viel. Okay. Und das beschreibt er da auch in dem Film sehr, sehr genau. Na gut, ja, dann muss ich mir den auch nochmal genau anschauen, ja. Unbedingt, ne? Ja. So, und die nächste Gedankenkontrolle, wenn wir bei dem Thema bleiben wollen, die sieht dann eben so aus, dass wir das dann natürlich dadurch, dass unsere Eltern ja nun auch schon Gehirn gewaschen wurden, werden wir dann natürlich immer weiter Gehirn gewaschen. Das fängt ja an dann schon bei der Erziehung. Denn Erziehung kommt von dem Wort erziehen, also wo ziehe ich jemanden hin? Genau wie Beziehung. Ne, wir ziehen irgendjemand irgendwo hin, wo wir ihn gerne hätten. Deswegen ist auch das tolle Wort Erziehung furchtbar. Ein Unwort, weil dann zieht nur jemand irgendwo hin. So, und dann werden wir dann schon dazu erzogen in der Schule, ne? Wir sind gut oder mittelgut oder schlecht oder ich bin doof oder ich bin klug oder ich bin ein was weiß ich. Ne? Da kriegen wir ja dann über das Angstprogramm ja uns schon unsere eigene Einschätzung mit. Und das ist natürlich auch schwierig, weil das ist in den Jahren in den Jahren von 0 bis 2, also beziehungsweise zur Schule geht man oder zum Kindergarten geht man ja dann von 2 bis 6. Und wenn man und das ist die Phase, wo das Unterbewusstsein programmiert wird. Mhm. Ne, was wir da rein, also wenn ich dir erzähle mit 3 oder 4, du bist ein Idiot, dann sitzt das im Unterbewusstsein fest. Und dann kannst du ein ganz toller Typ sein. Aber du machst auch alles, aber immer mit dem Gefühl, dass es eigentlich nicht ganz, dass es eigentlich nicht ganz stimmen kann. Mhm. Na, also das ist ein ganz wichtiges Alter von 0 bis 12. Deswegen sagen die Jesuiten auch, gib mir alle Kinder von 9 bis 12, von 0 bis 12 und ich mache alle Kirchenväter aus ihnen. Mhm. So, und das ist auch ganz wichtig, dass sie, das könnt ihr auf meiner Homepage auch mal finden, das ist ganz wichtig, dass das auch bewusst ist und deswegen müssen unsere Kinder, die wir jetzt alle haben oder haben, völlig anders behandelt werden. Aber das Wissen ist eben auch nicht da. Da gibt es von auch eine schöne DVD von Bruce Lipton, wie wir werden, was wir sind. Der hat das alles rausgefunden und die gibt es auch auf Deutsch.
Ja. Der war auch Professor in Yale und ist dann rausgeflogen. Ja, klar, weil er nicht zum System gehört. Ne? Hat sich dann selbstständig gemacht und hält Vorträge weltweit. Ne? Und das ist eben auch die Phase zwischen 2 und 6. Das ist die Vorstellungswelt Fantasie. Und da schlagen dann die dunklen Mächte auch zu, indem wir dann alle wohl Disney-Filme gucken dürfen. Ja, diese satanischen Geschichtchen, ne? Genau. Und das ist natürlich Brutalitäten. Ganz schlimm, ne? Da habe ich auch so viel falsch gemacht mit meinen Kindern. Oh je. Ja. Na, ich kann mich noch erinnern, als ich Kind war, wollte meine Mutter mir was Gutes tun und hat mich mit in den Zauberer von Oz genommen. Ich habe Albträume gehabt, wochenlang. Ja, ist ja das komplett. Ich habe meiner Mutter mal erzählt und sagt sie, ich habe doch gar nicht, wollte dir noch was Gutes tun. Habe ich gesagt, darum geht's ja gar nicht. Es ist nur einfach, dass das so hart war, ne, die Geschichte, dass die so ans Eingemachte rührt. Das war also gruselig. Ja. Ich wirklich wochenlang drüber geträumt und nur Horror. Jetzt also, hatte ich aufpassen, weil die Kinder, die dann Albträume kriegen oder was weiß ich, ist im Moment auch wichtig, da aufzupassen, dass sie solche Filme nicht gucken. Ja, weil du beschäftigst dich jetzt vor allen Dingen auch gerade mit den Kindern auch der jetzigen Zeit, die ja eigentlich dafür sorgen sollen, dass vieles sich verbessert. Ne? Pass auf. Man sollte mal eine Extrasendung machen über Indigo oder Kristallkinder oder wie immer man sie nennt. Sehr gerne, ja. Na? Pass mal auf, Gabi, ich habe da jetzt nur noch ein paar Minuten bis zur Pause. Ja. Ich habe aber noch eine Frage bekommen, hier vor allen Dingen ein Hinweis zu der Frequenz. Hallo Detlef, ich höre gerade, dass Frau Dr. Gabi Reda eine Frequenz von 528 Hertz ansprach. Meinte sie nicht eher 432 Hertz, Kammerton A? Schöne Grüße an euch, mach weiter so. Nee, ich meine 528. Das gibt natürlich alle anderen Frequenzen auch. Es geht ja auch noch höher. Aber die 528er Frequenz ist erstmal die Liebesfrequenz. Ihr müsst bedenken, dass unsere Wissenschaftler erzählen uns, ja, wir hätten Junk-DNA. Also das heißt Müll-DNA. Ja? Und das ist auch eine ganz wichtige Geschichte jetzt zur Frequenzerhöhung. Die DNA ist keine Müll-DNA, sondern sie kriegt nicht die entsprechenden Frequenzen, um zu schwingen. Ja. Weil Angstfrequenzen schalten die DNA aus. Ja. Und Liebesfrequenzen stellen die DNA wieder an. Also wir können noch eine ganze Menge erwarten. Ja, also unser Körper ist das fantastischste Gerät, was wir haben. Und darum kümmern wir uns überhaupt nicht. Was unser Körper alles hat, ich denke an Caligaris, ne, mit den Punkten auf der Haut, die man mit Magneten stimuliert. Da kannst du zu anderen Planeten reisen und sonst was machen. Es ist alles da. Wir haben alles. Ja. Ne, wir müssen es nur wieder uns bewusst machen und die Angst davor verlieren, es zu tun. Ja, und pass auf. Die Schwingungserhöhung wird uns dazu auch behilflich sein. Und deswegen bei allen Geschichten, die den Menschen jetzt passieren, keine Angst kriegen vor, wenn sich die Welt etwas vor ihren Augen verändert. Ja. Das wird sie immer mehr. Eben, Angst müsste man eigentlich versuchen, vollständig abzubauen. Richtig. Das ist ja auch eine der wichtigen Dinge, die wir hier versuchen rüberzubringen. Denn auch einfach diese Dinge, die man uns als Angst eintrichtert, zu analysieren, auseinander zu pflücken und zu zeigen, dass es hier eigentlich gar keine Angst zu geben braucht. Richtig. Ist auch wichtig. Ja, aber dafür müssen wir eben auch wissen, wer wir sind, ne? Ja, dazu brauchen wir eine gewisse Stufe eines gewissen Bewusstseins. Pass auf, Gabi, wir gehen jetzt in eine kurze, Schwingungsfrequenzpause. Ich weiß aber nicht, wie viel Hertz das jetzt sind, was da kommt, aber 528er, welche sonst? Ja, wahrscheinlich, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ich spiele es trotzdem. Das ist die Stimmen vom Saturn. Hören wir uns gleich an. Und wir sind gleich wieder da. Das ist der Telefon Ruhiges Radio hier mit unserem Gast, Dr. Gabi Reda. Klasse. Und wir hören uns gleich wieder nach der kleinen Unterbrechung. Bleibt alle bitte dran. Sorry für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net.
Sorry für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Crux der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mit europäischer Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ist der Detlef wieder von Wake News Radio, Wake News TV und heiße euch willkommen heute am 15. November 2012 in der zweiten Stunde. Und wir haben ein riesig spannendes Thema und einen Gast hier bei uns, die Frau Dr. Gabi Reda, Psychotherapeutin, die mit uns hier ihr Wissen teilt. Und wir haben heute das Thema Mind Control, wie weit kontrollieren die Schattenmächte unsere Gedanken und Träume. Und in der ersten Stunde hat sie uns mal so ein bisschen eingeführt in das Thema, ein bisschen Hintergrundwissen gegeben aus dem, was sie sich in vielen, vielen Jahrzehnten an Wissen angeeignet hat. Damit wir auch ein bisschen verstehen, wieso, weshalb und auf welche Art und Weise andere auf uns Einfluss nehmen. Und das hat wohl schon zu Zeiten des Paradieses, in Anführungszeichen, bei Adam und Eva angefangen. Aber jetzt schauen wir mal, ob wir die Gabi schon wieder drin haben. Hast du freigeschaltet, dein Mikro? Ah, cool. Ja, und wir haben natürlich hier die Möglichkeit, also während der ganzen Sendung noch Fragen und so reinzuschicken. Am besten natürlich themenbezogen, das heißt auch an die Gabi, eben an die Frau Dr. Reda mit den Dingen, die also jetzt hier in dem Thema heute besprochen werden. Im Großen zu anderen Sachen werden wir heute nicht kommen. Aber wir haben natürlich jetzt hier in der zweiten Stunde vor, uns auch so ein bisschen damit zu beschäftigen, auf welche Art und Weise eben diese Schattenmächte auf uns einwirken und was sie auch bewirken können bei uns. So, und dann gebe ich dir jetzt einfach mal das Mikro weiter sozusagen und lass dich weiter berichten. Pass mal auf, Folgendes. Ich habe hier irgendwie gerade eine Störung drin, muss ich sagen, warum auch immer. Weil jetzt läuft hier im Moment die Musik, soll sie eigentlich nicht. Ich muss jetzt hier gerade mal irgendwas checken, da ist irgendwas falsch gelaufen. Und wir müssen nochmal die Lautstärke checken. Du musst das nochmal wiederholen, was du vorhin gesagt hast, weil irgendwas ist hier schief gelaufen. Ne? Passiert manchmal. Also würde ich dich bitten, nochmal eben zu schauen, nochmal zu beginnen. Redst du nochmal rein mit dem Mikro? Ja, ist okay. Also jetzt ja? über noch andere andere Möglichkeiten, uns zu kontrollieren. Und das läuft über die Harp-Geschichten, über Chemtrails. Da werden noch ein bisschen lauter, gesagt. Ja, ist es jetzt besser so? Ja, jetzt ist es wird's besser, ja. Gut, und über Chemtrails und über Harp-Anlagen und so weiter. Ja. Hauptsächlich auch über Handys, die wir ja nur ständig auch die meisten Menschen mit sich rumtragen. Und sie wissen gar nicht, wie schädlich das ist. Also man sollte sie auf keinen Fall Kindern geben, schon in die Hand geben oder auch eigentlich Teenager sollten sie nicht benutzen. Aber das ist schon bei dem riesigen Verkaufsboom da eben auch schwer möglich, den Leuten das zu sagen. Inzwischen hat man ja festgestellt, dass also durch das Tragen der Handys am Herzen zum Beispiel in der Brusttasche oder so die Leute Herzinfarkte mehr kriegen. Auch Gehirntumore sind festgestellt worden. Also es ist einfach körperschädigend, weil unser Körper überhaupt nicht für diese Frequenzen ausgerichtet ist. Und da muss ja auch mit klarkommen. Deswegen haben die Leute dann auch erhöhte Müdigkeiten oder Schlafstörungen oder was weiß ich. Vielleicht wissen das viele oder merken es selber, dass sich ihr Körper im Moment umbaut. Und auch das Umbauen soll verhindert werden. Also das Schlafmuster verändert sich. Entweder kann man kaum schlafen oder nur in kleinen Abschnitten von 2 bis 3 Stunden. Einige können auf der Stelle in Tiefschlaf fallen, der auch bis zu 10 Stunden dauern kann. Aber viele Menschen wachen zurzeit auch zwischen 3 und 4 Uhr morgens auf. Da haben sie Frequenzen eingeschleust, die das Unterbewusstsein der Menschen beeinflussen. Das sind auch die Träume dann. Ja. Es kommt immer darauf an, was man träumt, ob das in der Astralwelt passiert oder schon im Hyperraum. Das sind jetzt 2 Ausdrücke, die man noch vielleicht nochmal erklären müsste. Die Astralwelt ist also die Welt, in der die Schatten leben.
Und der Hyperraum ist da, wo wir draußen sind und freien Zugang zum Universum haben. Mhm. Und in dieser Schattenwelt können sie uns auch über die Träume hin kontrollieren. Ich habe zum Beispiel ein Interview gehört aus Amerika, da hat jemand erzählt, dass haben sie am Frühstückstisch darüber geredet, was jeder geträumt, oder die Frau erzählte, sie hätte geträumt, in der Nacht, Obama hätte zu ihr gesagt, sie soll ihn wählen. Darauf sagt die Tochter, komisch, ich auch, der Mann. Aha. Das ist aber komisch, ich auch. Also da sieht er schon mal, wie tief die Programmierung dann gehen über die Träume. Hm. Wichtig ist vielleicht im Moment auch, die Träume mal aufzuschreiben. Weil es gibt sicherlich auch prophetische Träume, also wo man in die Zukunft gucken kann oder in die Vergangenheit reist oder was auch immer. Oder eben diese typischen Schattenweltträume, in denen man Angst kriegt oder was weiß ich, also oder Albträume kriegt oder sowas. Ne? Mhm. Das ist im Moment ganz wichtig mal zu beobachten. Es gab in Afrika mal einen Stamm, die hat man inzwischen ja auch alle ausgelöscht, die haben sich nur über Träume unterhalten. Also da sagte man nicht, wir gehen jetzt das Gemüse putzen oder die Kuh melken, sondern das alles, was sie wichtig fanden, war, sich über Träume zu unterhalten. Und das finden wir dann in Australien ja wieder bei den Aborigines, die ja auch sagen, dass wir in einer Traumwelt leben. Mhm. Und die sich ja schon kollektiv entschlossen haben, diese Traumwelt zu verlassen. Mhm. Dann gibt es noch andere Veränderungen auch im Körper. Das kribbelt an Kopf und Rücken, begleitet von Juckreiz. Das kann sich auch so anfühlen, als ob man plötzlich viel Energie im Kopf bekommt, kribbeln an der Schädeldecke. Mhm. Oder ein plötzlich Aufwallen von Gefühlen. Man fühlt sich durch alle Gefühle hin wie durchgeschleudert, von glücklich bis traurig und alle Zwischentöne. Ich bin zum Beispiel einen Morgen mal aufgewacht und habe den ganzen Tag nur geheult und ich wusste gar nicht warum. Aber ich konnte auch nichts dagegen tun. Na, dann habe ich es einfach laufen lassen. Es war nichts, aber war einfach. Ne? Auch, das Gewicht kann sich verändern und auch das Essverhalten. Es können auch Lebensmittelunverträglichkeiten auftreten. Man kann Allergien auch entwickeln, die man vorher nicht hatte. Man kann plötzliche Schmerzen im oberen Brustbereich haben, wie Atemnot. Das heißt, die Thymusdrüse öffnet sich und ein neues Herzchakra formt sich gerade. Oder plötzliche Kopfschmerzattacken mit Visionen sind auch neue Chakren, öffnen sich. Oder Muskelschmerzen am ganzen Körper kommen und gehen. Man hat das Gefühl zum Beispiel, der Fuß ist gebrochen, wenn man aufsteht, aber ist er ja nicht gebrochen. Mhm. Also es gibt sehr, sehr viel körperliche Veränderungszustände auch. Deswegen sind die Arztpraxen im Moment auch voll. Auch die Psychiatrien, und keiner weiß wirklich, was richtig läuft. Mhm. Ja. Und das ist auch wichtig, nicht keine Medikamente zu essen, da vergiften wir uns immer nur noch mehr mit, sondern einfach dann einen anderen Lebensstil sich anzueignen, vielleicht mal Mittagsschlaf zu machen. Mhm. Ne, die Japaner haben ja die Tradition, dass wenn sie Mittagspause haben, da gehen sie in so Schlafkammern und schlafen. Und ich weiß, aus Berlin, da hat einer das übernommen und hat das auch angeboten und hat auch zu viel Zulauf. Dass die Leute einfach Mittagsschlaf machen. Ja. Weil die Nächte sind häufig sehr gestört im Moment. Mhm. Das liegt auch an den Frequenzen, die wir hier reingespielt bekommen. Also bloß keine Panik kriegen, sondern einfach mal vielleicht ruhiger werden. Nicht gleich, zum Beispiel, ich hatte vor kurzem mal ein kleines Mädchen hier. War die Mutter beim Arzt mit ihr, weil sie hat sich so verspannt, dass sie keine Luft mehr kriegte. Dann hat der Arzt gesagt, das ist aber psychisch, und dann sind sie zu mir gekommen und dann habe ich die Kleine gefragt, ja, was hast du denn? Ja, ein ganzes Kribbeln im Körper. Es kribbelt und kribbelt, das kenne ich überhaupt nicht. Und dann hat sie sich vor Angst zugemacht und hat sich dann natürlich komplett verspannt. Und dann habe ich ihr das erklärt, dass das auch mit den Sunflares, also mit den Sonneneruptionen zusammenhängt und so weiter. Und jetzt ist es okay. Und das Witzige war, dass die Mutter das dann auch erzählte und dass sie das auch hätte, mehr am Kopf. Und das würde auch kribbeln, aber das hätte sie noch so gar nicht so realisiert. Jetzt, wo ihre Tochter das so ausführlich erzählt, hätte sie das auch. Mhm. Ne? Also da sollte man sich ein bisschen mehr vielleicht untereinander mal unterhalten darüber, was man hat, und das nicht immer in sich reinfressen,
sondern einfach auch mal, wenn es ungewöhnlich ist, einfach sagen und dann einfach mal selber gucken, was man da machen kann. Ja. Also nicht immer gleich zum Arzt rennen und der findet im Moment auch nichts. Ne? Ja, jetzt ist natürlich für viele dann, die solche Symptome bei sich spüren, die Frage, ist das jetzt etwas, was ich eigentlich erwarten sollte, aufgrund eben der Konstellationen, die stattfinden, oder ist das etwas, was die DIMS, ich nenne die ja DIMS, oder die Schattenmächte eben über ihre Methoden uns aufdrücken, sozusagen? Nein, das ist, also diese körperlichen Veränderungen, die können sie uns gar nicht reindrücken, sondern das ist die Energieerhöhung, mhm. Ne, weil der Körper ändert sich auch. Ne, ihr müsst euch einfach nur vorstellen, wenn die DNA sich wieder anfängt zu mobilisieren, dann verändert sich der Körper ja mit. Und der Körper, genau wie der Körper der Erde sich verändert, Mutter Gaia verändert sich ja auch im Moment enorm. Durch die Vulkane, ja. Und so weiter. Mhm, okay. Das sind ja alles auch Ausdrücke, wie oben so auch unten haben wir das auch. Weil unser Körper gehört ja auch zur Mutter Erde. Und wir haben die Symptome ja auch. Ne? Früher sagte man immer, wenn in China ein Sack Reis umfällt, dann spürt es die ganze Welt. Und das ist auch tatsächlich so. Ne? Wenn man mal guckt, wie die Depressionsrate bei den Menschen, Depression ist das neumodische Wort für eigentlich Traurigkeit, ne? Was viel schöner klingt. Mhm. Das kann man damit viel besser umgehen. Zum Beispiel als diese furchtbaren Kriege da im Iran und so weiter waren, gab es hier viel mehr depressive Menschen, so traurige Menschen. Die sind deshalb traurig, weil sie die Schwingungen da auch abbekommen. Mhm. Die sind alle miteinander verbunden. Das sollten wir bitteschön nicht vergessen. Mhm. Na, wenn ich plötzlich einen Traurigkeitsanfall kriege, braucht er mit mir gar nichts zu tun haben, sondern irgendwo passiert gerade was furchtbar Trauriges und ich krieg's einfach mit, aber ich kann es gar nicht zuordnen, weil ich nicht weiß, wo. Und diese Gefühle werden immer stärker, dass wir uns alle miteinander anfangen, verbunden zu fühlen. Wir müssen nicht mehr gegeneinander kämpfen hier, ich habe das und du hast das, sondern wir müssen jetzt wirklich zusammenwachsen und wieder das installieren, was die Schattenmächte uns genommen haben, nämlich Freundschaft, Liebe, Zuneigung und Herzlichkeit. Mhm. Das ist der Auftrag, den wir haben. Guck, der Mensch ist von Natur aus gutmütig. Also er ist guten Mutes. Und das sollten wir auch sein. Das ist unsere Ursprungsart. Ja, und das wird natürlich beinahe ausgenutzt von eben denjenigen, die das alles wissen und uns an der Nase herumführen. Ne? Genau. Ne? Also alle Leute, die dir Angst verkaufen, und das sind die meisten, guck dir alle Versicherungsvertreter an und so. Handeln nur mit Angst und dann fallen die Gutmütigen rein, das könnte ihnen auch passieren, um sich abzusichern, machen sie dann 1000 Versicherungen. Aber das ist ein Geschäft mit der Angst. Lebensversicherung, diese Versicherung, Krankenversicherung, alles. Mhm. Ne? Muss dann Geld anlegen, Gold kaufen. Das Gold kannst du dann entschließend auch nicht essen. Nee. Ne? Sondern es ist besser, du legst dir einen Garten an und baust dir selber ein paar Kartoffeln an oder du kennst ein paar Leute in der Nachbarschaft, die sich dann gegenseitig aushelfen. Ja. Ne? Also wieder dieses Zusammenwachsgefühl. Und das haben sie ja nur versucht, über die Globalisierung und sowas alles kaputt zu machen. Ja. Ne? Jeder ist entwurzelt. Bekämpfen ja jede Eigeninitiative, jedes kleine und mittlere Unternehmen. Ja. Die werden alle platt gemacht, ne? Und in Ruin getrieben und so weiter. Ja, guck dir Monsanto an, das ist die größte Firma der Welt, in Anführungsstrichelchen, und die hat ja nur auch, in Amerika ist es ja schon verboten worden, dass du deine Kartoffeln, die du angebaut hast, auf dem Markt verkaufst. Mhm. Weil das müssen dann Monsanto-Kartoffeln sein. Ja, eben. Ja, also, oder guck dir mal die Filme da an mit den ganzen genmanipulierten Sachen, dann fragt man sich, für wen ist das eigentlich essbar? Ja. Das merke ich zum Beispiel besonders hier an den Sonnenblumenkernen. Ich wohne ja hier auf dem Land und kaufe mir in so Lagerhallen die Sonnenblumenkerne für die Vögel, die hier von den Bauern dahin geliefert werden. Ne? Mhm. Jetzt kauf mal im Supermarkt nur blöde Sonnenblumenkerne. Die sind alle genmanipuliert, die kriegen die armen Vögel gar nicht mehr auf. Ja, das gehen die auch gar nicht mehr dran. Ne? Die gehen erstens nicht ran und zweitens kriegen sie es auch gar nicht mehr auf. Mhm. Ne? Also da wird auch schon unsere Vogelwelt dann schon reduziert, wenn dann alles wenn dann alles nur noch genmanipuliert ist. Aber das ist dann noch ein anderes Thema, ne?
Ja, wir hatten ja im Vorfeld auch darüber gesprochen, das ist ja auch unglaublich wichtig für uns alle, dass wir uns da mit diesen Dingen beschäftigen. Dass es vor allen Dingen eine Machtübernahme der anorganischen Wesen gibt, die ihr Unwesen treiben und vielleicht hinter diesen ganzen Dingen stecken, oder? Ja, das wäre jetzt eine sehr weit ausgeholte andere Geschichte. Das geht darum, dass ursprünglich, und das haben die Gnostiker alle gewusst, deswegen sind auch ihre ganzen Dokumente und alles mit der Bibliothek von Alexandria verbrannt worden, was ich übrigens nicht ganz glaube, sondern es liegt wahrscheinlich alles im Vatikan. Ja, ja. Das oder auch kann man auch nachlesen bei Carlos Castaneda oder auch bei Herrn Escamilla einen schönen Film sich angucken, der auch den Mondfilm gemacht hat. Die heißen Rods, R-O-D-S. Mhm. Das sind anorganische Lebewesen, die sie dieses Universum bevölkern. Die haben sich dann zusammengetan mit den Herrschaften von Draco. Das sind also die Drachen. Das ist das, deswegen haben wir auch. Sprichst du wieder ein bisschen lauter, bitte? Weil, ja, deswegen haben wir ja auch die ganzen Drachenmythologien, Siegfried und der Drache und so weiter und so weiter. Ja. Und überall die Symbole, ne? Man sieht es ja auch hier in Basel, überall. Der Planet war ja auch mal ausgerichtet, da gab es nicht den Nordstern, sondern da war Draco, der Nordstern. Also die sind von daher dann eingewandert, aber das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit gegriffen. Da müsste man sich, ja, wir können da nochmal eine andere Sendung machen. Der Hintergründe, ja. Ja, ja, aber ich wollte trotzdem darauf hin, weil wir müssen ja schon auch ein bisschen verstehen, dass da eine größere Sache dahinter steckt. Ja, ja. Naja, das gut, ist der Dreh, den ich da finden wollte. Ja, der fing in der Bibel dann an, die Übernahme, ne? Mhm. Das war ja dann, also deswegen, und die Gnostiker wussten das ja schon und haben die Menschheit davor gewarnt. Aber die haben dann eben viele Menschen sozusagen mit in ihr Boot genommen. Ne? Es gibt ja so schöne Geschichten im Märchen, die verkaufte Seele oder die verkaufte Herz oder so. Hm. Und viele Menschen haben sich denen dann angeschlossen und haben dann mitgemacht. Das ist ja am Ende, wenn du so willst, auch der Beginn der katholischen Kirche, die ja nichts anderes zu tun hatte, als erstmal allen alten Glauben zu zerstören. Dass die Germanen war, die Mayas, die ganzen afrikanischen Stämme, die ja auch die Zulus zum Beispiel sind ja auch Zeitreisende, genau wie die Mayas. Mhm. Die waren ja alles Hochkulturen. Die waren ja nicht verblödet und haben dann nur rumgesessen und Bananen gegessen, wie uns dann mitgeteilt wird, und gevögelt, sondern die hatten eine Hochkulturen. Ne? Ja. Und die sind ja alle zerstört worden. Ich weiß nicht, ob du Michael Tellinger kennst. Der hat ja jetzt auch gefunden in Afrika Adam's Calendar, da wo die Anunnakis auch gelandet sind und das Gold dann geschürft haben. Das waren die ersten Sklaven, die sie dann brauchten als Menschen um das Gold. Der hat also die ganzen Minen gefunden und alles. Also das Aufdecken der alten Geschichte läuft auf Hochtouren. Es gibt auch in Australien einen Wissenschaftler, der mit den Aborigines zusammenarbeitet, der ihnen jetzt ihre Geheimnisse offenbart. Wir leben in der richtigen Zeit dafür. Spannende Zeiten, die spannendsten überhaupt seit Jahrtausenden. Da kommt raus, dass die alten Ägypter sogar bei den Aborigines waren. Und die Hieroglyphen, Schreibweise und so weiter sogar von den Aborigines haben. Also da kommen wieder ganz andere Zusammenhänge zutage. Ne? Ja. Also es kommt immer mehr raus, um was eben alles auch von der Wissenschaft, also von unserer landläufigen Wissenschaft, überhaupt nicht akzeptiert oder mal in Betracht gezogen wird. Wenn du heute noch hörst, dass die Pyramiden 2000 Jahre alt sind und dass da Pharaoen drin begraben wurden, das ist nur der größte Unsinn aller Zeiten. Ja, das ist unglaublich. Ja, aber das wird noch gelehrt, ne? Ja, wie der 11. September, ne? Das ist auch so eine Geschichte. Ja. Und wenn du das eben nicht mehr glaubst, dann bist du eben auf der anderen Seite und dann müssen wir eben damit leben, dass wir uns dafür interessieren, wo kommen wir her, was machen wir, wo gehen wir hin? Und das ist, denke ich, die ultimative Frage, die Menschen sich überhaupt stellen sollten. Ne, denn wir kommen ja irgendwo her, aber wir machen hier irgendwas und wir gehen immer irgendwo auch noch hin. Das ist ja nur eine Durchgangsphase. Wir sammeln hier Erfahrung und wie setzen wir die Erfahrung dann um?
was machen wir denn aus den Erfahrungen? Und wenn wir nur Erfahrungen mit Ängsten machen, dann haben wir eben schlechte Karten. Ja, da müssen wir aus dieser Falle müssen wir uns versuchen herauszuwinden. Dann gehen wir nämlich genauso angstvoll in den Prozess des Sterbens und haben dann tierische Angst plötzlich. Und das ist dann auch wieder, wo sobald das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Ne? Und das ist, glaube ich, nicht der richtige Weg auf die andere Seite. Und da haben die Schattenmächte natürlich auch dran gearbeitet, dass wir sozusagen aus dem Kreislauf der Inkarnation nicht rauskommen. Ja, ich muss dich trotzdem noch mal bitten, ein bisschen noch lauter zu sprechen. Gut. Riskieren, dass es dann ein paar Nebengeräusche gibt. Gut, und das ist ja auch, was die Schattenmächte sozusagen organisiert haben, dass sie durch bestimmte Frequenzen, die sie um die Erde gelegt haben, die Seele aus dem Bereich der Erde nicht herauskam. Also wir konnten gar nicht auf anderen Planeten oder anderen Sonnensystemen inkarnieren, sondern wir waren gezwungen, immer auf der Erde zu inkarnieren. Deswegen auch die vielen Rückführungen sind die hauptsächlich im Mittelalter oder sonst wo. Und das waren eigentlich immer sehr unschöne Zeiten. Ja. Na, aber das ist wie hält man Sklaven im Zuchtzwang, indem sie immer wieder kommen? Sogar noch freiwillig nachher, ne? Naja, nur freiwillig, die haben ja gar keine Wahl. Ja. Ne? Wenn da ein energetisches Netz um die Erde gebastelt ist, da kommen wir nicht rauskommen und ich weiß, wie ich da rauskomme. Zum Beispiel die Totenbücher der Ägypter oder so, die haben ja den Weg nach draußen gezeigt. Ne? Wenn einer im Sterben lag oder seinen Körper gerade verlassen hatte, dann wurden ihm die Wege gezeigt, durch die Astralwelt sozusagen durchzukommen. Mhm. Das macht ja heute keiner mehr. Wo sterben wir? Im Krankenhaus? Voll von negativen Energien, von Elektrosmog und so weiter. Wie soll dann die Seele da auf die Wanderung gehen? Mhm. Na, geschweige denn nach Hause, wo sie noch nicht mal weiß, wo das zu Hause ist. Tja. Sag ich mal so flapsig. Nee, das sind wichtige Gedanken, weil das geht uns ja allen ein bisschen durch den Kopf, ne? Was eigentlich das alles mit sich auf sich hat und auch mit diesen Nahtoderlebnissen und du bringst das wirklich in einer sehr schönen, runden Art und Weise. Ich werde wahrscheinlich ja wieder Kommentare kriegen, ey, mach mal 2 Stunden länger, ey. Oder sowas, ne? Ja, das kann man dann gerne machen, nur dann müssten wir das mehr aber separat dann thematisieren, ja. Also Themen bringen, weil wir machen jetzt so einen Rundumschlag. Ja, aber das hatte ich extra gewollt. Ja, ist schon klar. Ich bin schuld. Detlef ist schuld. Ja. Ach, schuld, das ist auch so ein Unwort. ich habe, als meine Mutter mir immer erzählt, ich hätte Schuld, dann habe ich immer gesagt, wofür ist denn Jesus am Kreuz gestorben vor 2000 Jahren? Ne, das ist ein Unwort. Ich meine, ob er daran gestorben ist oder nicht, ist noch eine andere Geschichte. Nur das Wort Schuld ist ja schon alleine wieder die Angstschiene. Ich habe Schuld. Ja, ne? Siehst, ich bin auch falsch aufgewachsen. Ich bin auch falsch aufgewachsen. Ja, ne, wir haben das alle, ja, das sind immer diese Einschüchterungsgeschichten. Woran habe ich denn Schuld? Dass ich hier bin? Dass ich meinen Mund aufmache? Dass ich nachdenke? Ne? Ja, also dass ich überhaupt denke? An Nachdenken ist ja schon wieder was anderes. Da denke ich ja irgendetwas nach, was jemand anders mir erzählt hat. Ne, das ist genau wie wir unterhalten uns heute. Das heißt unten halten. Die deutsche Sprache ist brillant. Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung. Da kann ich mich beim anderen bedanken und nicht dann 100 Jahre sitzen und enttäuscht sein, wie blöd die Welt oder wie gemein die anderen Leute zu mir sind, sondern sie haben sich entblößt und ist das Ende meiner Täuschung, weil als Gutmütiger habe ich gedacht, sowas gibt's gar nicht. Ja. Und damit entlarven wir uns als Menschen. Und die anderen nicht. Gut, lass uns noch mal einen Moment überlegen. Das ist natürlich die Frage, die sich aufdrängt. Was können die Gründe sein dieser Mächte, dieser Schattenmächte? Ist es wirklich nur die Befriedigung irgendeiner Lust oder was steckt möglicherweise als Motiv wirklich dahinter? Ja, das Motiv, was dahinter steckt, ist, sie von unserer Energie leben. Ob wir die jetzt in Plus und Minus, Gut und Böse tun, das haben die ja gar nicht. Die haben ja nicht die denken ja nicht diese Dualität. Die denken nur, was ich brauche. Das ist linke Gehirnhälfte. Ich ganz allein. Mhm. Ne? Die denken nicht in Dualitäten. Die wollen nur das haben, was sie brauchen. Und das brauchen sie. Sie brauchen Energie. Und die kriegen sie von uns.
Also nehmen wir mal ein praktisches Beispiel, ne? Der BRD ist ja immer da so nett. Die sollen ja jetzt hier in den UN, ich sage immer Unmenschenrechtsrat, gewählt werden, ne? Oder sind schon gewählt ab 2013. Und wenn die von Menschenrechten sprechen, dann reden sie davon, Rechte auf Menschen zu haben, oder? Ja, natürlich. Ne, du guck mal, das ist genau wie die Leute das Wort Demokratie benutzen. Jetzt sind wir wieder bei der Sprache. Demokratie, da verbindet jeder Freiheit, Gerechtigkeit und sowas mit, ne? Mhm. Wenn man sich das Wort aber original mal anguckt, kommt es aus dem Altgriechischen. Und Demos heißt das Volk. Das mhm. Volk bei den alten Griechen waren aber die Sklaven. Ja? Und Kratie heißt unten halten. Also wenn wir alle nach Demokratie schreiben, lachen die sich tot. Ja. Die Sklaven unten halten, das kriegen wir. Also wir werden die ganze Welt demokratisieren. Vielen Dank. Sie sagen es uns doch. Warum begreifen wir es nicht? Ja. Wir müssen nur ein bisschen Hausaufgaben machen. Ja, ja gut. Das ist ich die meine, Sprachverwirrung von Babel. Ne, jeder denkt, wenn er Demokratie hört, an Freiheit und glücklich und so und so. Das ist in dem Wort gar nicht drin enthalten. Guck mal, warum gibt es zum Beispiel heute keine Schulen mehr, keine humanistischen Gymnasien mehr, wo man Latein und Griechisch lernte? Mhm. Ne? Mein Vater hat immer gesagt, es ist dazu da, dass man denken lernt. Mhm. Ja, aber heute sind wir nur noch Wiederholer, Reporter, die das wiederholen, was der Lehrer sagt. Und wenn du das schön machst, kriegst du eine 1 und wenn du das nicht machst, kriegst du eine 5 oder eine 6. Ja, deshalb gibt es ja auch ein... Das ist richtig auswendig gelernt. Deshalb gibt es ja den Unterschied zwischen Reporter und investigativen Journalisten. Richtig, das ist ein richtiger Unterschied, weil der Reporter plappert nur nach, was er irgendwo gehört hat. Ja. Ne? Und der andere setzt sich auf seinen Hosenboden und guckt, was ist daran richtig und was steckt er dahinter und recherchiert. Mhm. Ne? Aber wir sind ja im Grunde genommen auch alle Reporter, wenn wir irgendwo was her, gerade wenn wir in dieser Phase des Superlearnings sind, von 0 bis 6, dass wir dann natürlich auch alles runterplappern, was die anderen uns sagen, weil wir wissen es doch noch nicht besser. Mhm. Aber ich denke, das ändert sich auch. Die Kinder, die jetzt geboren sind, die lassen sich das auch nicht mehr bieten. Ja, ich bin also auch mächtig erstaunt, muss ich sagen, Gabi, dass die sehr viele junge Leute, die also schon über alles Bescheid wissen, wo ich erst ganz spät drauf gekommen bin. Ne? Hm. Naja gut, aber das ist eben auch die Zeit, in der wir leben, dass diese ganzen Geschichten mal ans Tageslicht kommen. Ja. Ne, und die Menschheit sich verändert. Und allgemein, dass wir in bessere Zeiten gehen und mal die Angstprogramme hinter uns lassen. Ne, Angst nicht zu überleben, Angst nicht genug Geld zu haben, Angst dies zu haben, Angst das zu haben, auch ist furchtbar. Du kannst ja kannst die ganze Listen runterbeten. Ne? Also lass mich da Programm muss weg, ja. Lass mich da nochmal in dieses Thema der Hintergründe einsteigen. Du hast gesagt, die leben von unserer Energie. Und das sind anorganische Wesen, die also gar keine so Gefühlswelt und so haben oder keine Dualität, wie du es gesagt hast, empfinden können. Jetzt ist natürlich die Frage, die sich auch aufdrängt, und ich weiß, wir können das nicht alles bis in die Tiefe diskutieren, aber woher kommen die? Waren die schon immer da? Die waren sind schon das, immer da. Ja. Das sind die Ureinwohner des Universums. Mhm. Ne? Also dieses Universum, es gibt ja mehrere. Ja. Nicht alleine. Dieses Universum waren sie die Uranwohner. Und der Planet Erde ist sozusagen hier erschienen und dann musste er natürlich erstmal besichtigt werden und dann übernommen werden. Ich habe da jetzt zwischendurch kriege ich ja immer so Fragen oder Kommentare rein. Da habe ich gerade was hier, der perfekte Moment. Hallo Detlef und Gabi, habt ihr von dem Film Der privilegierte Planet gehört? Kurzer Inhalt, Wissenschaftler versuchen alles, um uns zu beweisen, dass es noch andere Erden geben würde. Am Ende stehen sie vor der Tatsache, dass es nur einen bewohnbaren Planeten in unserem Sonnensystem gibt und das ist die Erde. Am Ende des Films geben sie es zu. Ja, das würde ich vielleicht nicht so sehen, weil das geht ja auch um die Dimensionen, in denen wir leben. Wir leben hier in der dritten Dimension, es gibt ja auch noch die vierte, fünfte und sicherlich gibt es da noch andere Formen des Lebens, die wir uns jetzt so von hier aus gesehen gar nicht vorstellen können. Also ich glaube, es ist wunderbarer, als wir uns es jemals vorstellen können. Ne? Also wer sich mal mit den Schattenwesen beschäftigen will, der sollte mal von Colin Wilson das Buch lesen, Die Seelenfresser.
Das ist deutsch erschienen. Das kann man bestimmt noch irgendwo kriegen. Auf Englisch heißt es Mind Parasites. Da wird ein sehr guter Überblick gegeben und dann eben Castaneda lesen kann. Alles Castaneda, Don Juan, die Gnostiker, John Lesch findet er auch bei YouTube und so weiter. Da gibt es also ausführliche Darstellungen der Hintergründe der anorganischen Lebewesen, die sich dann die Reptilien zunutze gemacht haben, um uns hier zu infiltrieren. Das heißt, die Anunnaki zum Beispiel, das wären ja Knechte dieser anorganischen Wesen gewesen, zum Beispiel? Ja, also es gibt nicht nur, wir sind nicht nur Knechte, sondern die anderen sind es auch. Und wenn die das dann auch mal mitkriegen, dann wird sich sowieso alles ändern. Ne? Du musst ja musst davon ausgehen, dass das ja alles im Grunde genommen nur Spiele sind, um jemand anders unter seine Fuchtel zu kriegen. Und diese Spiele müssen mal aufhören, denn die spielen die untereinander ja auch. Gut, da drängt sich natürlich die Frage auf in dem Zusammenhang, was kann man gegen diese anorganischen Machthaber in Anführungszeichen eigentlich tun? Gut, aufwachen. Du sagst aufwachen. Liebe, aufwachen, dass es sie gibt und sie fangen sich an inzwischen selber zu entlarven, dass wir unsere Potenzial wieder so erhöhen und dann können sie uns nichts mehr. Und wenn wir die Angst verlieren, sowieso, weil davon leben sie, das ist ihre Mahlzeit. Verstehst du? Und das ist das, und das, was wir machen müssen, wieder rechte, linke Gehirnhälfte zusammenschweißen und übers Herz gehen. Ne? Und dann in die Liebe kommen. Und das ist das Wichtigste, weil das Universum besteht eigentlich nur aus Liebe. Und das heißt, gehört da gar nicht hin. Durch Aushungern könnten wir die vielleicht sogar eliminieren. Nee, also sie verschwinden dann. Dann werden sie irgendwo hingehen, wo sie hingehören. Aber dann sind sie aus unserer Dimension weg. Ah. Ja, wenn wir ihnen nichts mehr anbieten, weil wir keine Angst mehr haben. Ja, ich meine, wovon leben sie dann? Mhm. Ja, Angst ist wirklich das Schlüsselwort zu allem. Ja. Angus ist ja auch ein lateinisches Wort, die Enge am Herzen. Und genau das ist es. Mhm. Ne, deine Zuhörer sollten mal alle Worte aufschreiben, die ihnen zu Liebe einfallen. Mhm. Ja, da habe ich letztens mit jemand gesprochen und habe ihn gefragt, dann sagt er mal Liebe, sagt er auch im Moment, kann ich nicht, ich trinke Kaffee. Mhm. Ein anderer erzählte dann so 5, 6 Sachen, die ihm einfallen. Setzt euch mal hin und schreibt mal alle Worte. Deutsche Sprache ist eine schöne Sprache, die Liebe beinhalten. Liebevoll, liebreizend, Geliebte, Geliebter, liebevoll und so weiter. Da werden viele Leute gar nicht auf viele Worte kommen. Und dann kannst du mal so einen Themenkreis eröffnen, wo mal alle Leute das Wort mit Liebe. Und wenn wir das leben, dann ist es okay. Uns fällt dazu ja noch nicht mal was ein. Guck mal, wenn ich sage, du bist mein Geliebter, dann denken die gleich auch, ich bin deine Freundin oder du hast eine Frau und ich bin ja die Nebentante und so weiter. Mhm. Das hat damit gar nichts zu tun. Also auch die Inhalte dieser Worte sind schon so verzerrt. Ja, eben, Liebe wird ja häufig verwechselt oder gleichgesetzt mit Sexualität, was natürlich so auch nicht stimmt, ne? Nee. Nicht ganz, zumindest. Das gehört wieder ins Reptiliengehirn. Da gibt es die 4 Fs, Falten, Futtern, Ficken und so weiter. Das hat mit Liebe dann auch nichts zu tun. Ne? Deswegen ist auch nicht die Prostitution das älteste Gewerbe der Welt, sondern das ist auch Energieabzapferei. Mhm. Na, jeder zapft ja vom anderen auch Energie ab. Du kennst es sicherlich, du hast mal irgendjemanden besucht und anschließend bist du völlig fertig und weißt gar nicht warum. Und der hat dir die ganze Energie erstmal abgezogen. Du musst dich erstmal schütteln und einen Tag schlafen, bevor du wieder bei Sinnen bist. Ja. Na, also ja, das stimmt, das, ja. Ja, wir machen das ja untereinander inzwischen auch, weil wir es gar nicht mehr mitkriegen. Das ist ja das Schlimme. Na, das Schlimme ist, dass wir, weil wir kein Verständnis dafür entwickeln, dass wir uns selber die Energien absaugen, jetzt schon untereinander, ne, und dann fertig sind, ja, dann brauchen wir uns doch nicht zu wundern. Guck mal, der Mensch hätte eine Lebenserwartung von 150, 160 Jahren, wenn er will. Na, und was machen wir mal gerade hier? Ne, und dann sitzen wir im Altersheim und langweilen zu Tode und anstatt, da fängt das Leben an. Und dann warten wir alle auf die Rente oder was? Tja. Das stimmt doch alles, vorne und hinten nicht. Nein, das ist uns ja auch allen hier klar. Aber natürlich ist jeder
gierig darauf, noch mehr zu erfahren, was die Hintergründe angeht. Und du hast dich ja wirklich jahrzehntelang mit diesen Themen beschäftigt. Und das ist schon beeindruckend, was du da in so kurzen Worten, ne, das auch zusammenzufassen, ist auch nicht so einfach. Ne? Ist klasse. So, nochmal über die rechte, linke Gehirnhälfte. Der Film bei YouTube heißt Wie toll, ich habe einen Schlaganfall von Jill Bolte-Taylor. Ne? Mhm. Den sollten sich die Leute wirklich angucken, weil der ist sehr wichtig. Der ist nur ganz kurz, aber mindestens zweimal am Tag am Anfang, bitte. Ne? Damit die Leute wirklich merken, worum es geht. Ja. Denn das sind ja jetzt, was ich erzähle, ja auch nur Trigger, die bei jedem irgendwo was antriggern. Und da möchte er dann mehr zu wissen, weil wir haben ja jetzt ein riesiges Feld umspannt, wo der eine sagt, auch damit kann ja nicht anfangen, oder der andere, auch das ist aber interessant oder so. Und da soll dann jeder weiter forschen. Und da können wir ihm ja auch Hilfestellung geben. Ja, man, so sehe ich meine Sendung eh, dass ich nur so gewisse Dinge mal anreiße. Ich bin ja auch nicht der Spezialist in irgendwelchen solchen Sachen, sondern ich versuche so Dinge global oder übergeordnet anzureißen und dann kann jeder nachforschen, oder? Genau, und das ist wichtig im Moment, ne? Dass jeder guckt, wo fühlt er sich angesprochen, und dafür sollte er mehr Interesse zeigen, ne? Als sich abends nur da von Glotze zu setzen und irgendwas zu sehen, Tatort oder sonst was, ist ja auch mal ganz schön. Aber das ist Unterhaltung und das ist Untenhalten. Also mit anderen Worten, ich lass leben und lebe nicht selber. Ja. Gut, ich meine, wir wissen das. Alle hier, die hier zuhören, auf jeden Fall, dass wir unter einer ständigen Berieselung von Propaganda und Frequenzen halt stehen, die uns in eine Richtung drängen sollen, beziehungsweise uns abhalten sollen davon, selber den Entwicklungsschritt zu machen, der für uns nötig wäre. Was kann man denn noch effektiv auch tun aus deiner Sicht? Was können wir anderen raten, wie sie sich eben, sagen wir mal, dieser Beschallung, dieser Propaganda entziehen können? Gut, also erstmal weniger Fernsehen sehen und sich mehr mit mehr unterhalten. Ne? Oder, ja. Ich meine, wie haben die Leute denn früher gelebt, als es kein Fernsehen gab? Da haben die doch auch sich abends zusammengesetzt und unterhalten. Aber heute, wenn die Leute sich unterhalten, schimpfen sie nur über den Chef oder die Frau oder sonst was. Das ist auch keine Unterhalten. Also jetzt nicht unten halten, sondern im Sinne von Austausch. Ja. Ne? Was sie erleben, was sie spüren, was sie empfinden. Mal auf eine ganz andere Dimension der Aussprache miteinander gehen. Ja. Und nicht das alles nur so abtun. Die nächste wäre, dass er sich die 528er-Frequenz mal wirklich in den Räumen verteilt, wirken lassen und gucken, wie es auf sie wirkt. Mhm. Ja, ob sie sich verändern. Dann oder dieses Hearts Ring, was ich dir gesagt habe, da müssen wir jemanden finden, der da ein bisschen Ahnung von Technik hat. Die habe ich leider nicht, wie man das jetzt umsetzt. Dann ist es ganz wichtig, vielleicht auch mal meine Homepage reinzugucken, jetzt nur als Informationstrigger. Ne? Die ist noch nicht vollständig, aber da kommt auch immer wieder was dazu. Auch mal sag die noch mal kurz. www.raumschiff-erde.info. Die ist aber erst im Wachsen. So, dann von Colin Wilson das Buch lesen, Mind Parasites oder Seelenfresser. Nur als Interesse. Immer nur interessiert sein. Interesse ist schon rechte Gehirnhälfte. Ne? Und darauf hinaussteigen. Sich mehr für interessieren. Wie geht's dem anderen? Auch mal nett sein zum anderen. Den mal fragen. Und im Grunde können uns die anorganischen Lebewesen leidtun, Reptilien hin und her. Das sind arme Würstchen. Wenn wir unseres Potenzial bewusst werden, wer wir eigentlich sind, dann hätten wir keine Chance. Keine. Ja. Sage ich auch mal. Lass uns aufrecht gehen, lass uns Freude ausstrahlen, dann kommen die ja nicht. Ja. Schau, hier kommt gerade ein Kommentar rein. Die Sendung heute mit Frau Reda ist ja dermaßen informativ, absolutes Highlight und bitte noch viel mehr mit ihr. Du bist schon vier von unseren Zuhörern, bist schon gebucht hier. Ja, da kann man natürlich in den einzelnen Sachen noch viel mehr in die Tiefe gehen. Aber das war, denke ich, schon mal ein ganz guter Anschubser hier, dass sich die, wo es resoniert, auch sich weiter informieren. Und wo es resoniert, können sie dir ja auch mal schreiben. Und da kann ich ja dann auch noch ein paar Hinweise und Tipps geben als Plattform von dir,
dass du die dann weitergibst, wo sie sich weiter informieren können. Ja, gut, ich würde dann gerne mit dir nochmal diese Links dann durchgehen. Das machen wir dann im Anschluss. Ja, cool, das finde ich also super. Also wir sind so mächtig, dass wir uns eigentlich auch schon ganz schön selber helfen können, oder? Ja, genau. Und das ist auch, ob das jetzt hier die Sachen sind, die um uns herum passieren, wir müssen einfach mehr zusammenhalten. Ne? Ja. Gut, wir müssen den Einzelnen auch nicht alleine lassen und sagen, ob das er selbst dran schuld, wenn es ihm so blöd geht oder so. Nein, wenn du in den Supermarkt gehst, ist mir letztens passiert, Entschuldigung, da war eine Dose runtergefallen, ne? Ja. Da habe ich die Dose aufgehoben und habe sie wieder ins Regal gestellt. Da fragt mich jemand, warum heben sie die Dosen auf? Dafür gibt es doch die Verkäuferin. Verstehst du das? Aber das ist die Einstellung, ne? Ja. So, ne? Oder oder ich war in so einem Restaurant, das war im Sommer, und da trug so eine Angestellte in einen Wäschekorb von A nach B. Die Herren saßen da und guckten zu. Und dann habe ich die Herren nicht mal gefragt, könnt ihr nicht mal aufstehen und der Frau helfen? Da sagt der eine doch, dafür wird sie doch bezahlt. Ja. Weißt du, das ist herzlos. Ja, dass ich überhaupt keine mitmenschlichen Gefühle mehr habe, dem anderen einfach für den da zu sein und ihn zu unterstützen. Wenn ich es nicht mache, gut, dann kriege ich vielleicht einen reingewirkt, aber ich lasse es trotzdem nicht. Und das habe ich mein Leben lang nicht gelassen. Und ich habe genug reingewirkt bekommen. Aber ich lasse es nicht. Ich mache immer weiter. Ja, das ist ja auch Teil unserer wichtigen Erfahrung, die wir sammeln müssen. Ich habe hier nochmal eine Frage aus dem Chatraum. Ja. Nochmal eine Frage an Gabi. Welche Frequenz hat die Musik von Michel Pepe? Kennst du den? Nee, das weiß ich leider nicht. Da müsstet ihr mal auf die Homepage vielleicht gehen von ihm und mal gucken. Die haben ja oder dem die Frage selber stellen, oder? Ja, meine ich. Ne? Und dann fragen, auf welche Frequenzen die spielen. Aber der Horowitz, da könnten sie ja auch mal, müsstest du nochmal die Homepage vielleicht... Ja, mache ich. Dass sie da nochmal raufgehen und sich das da auch nochmal genau angucken. Ja, der hat auch mal eine ganze Sendung gemacht. Das kann ich auch nochmal den Link reingeben zu der Sendung, die wir hatten. Alles ist alles auf Englisch halt. Ja, naja, sicher. Deswegen war es ja gut, dass ich in Amerika war. Ich kann wenigstens perfekt Englisch und deswegen kann ich mir das auch alles anhören. Ne? Ja, da bist du schon mal jetzt dann gleich gebucht für unseren nächsten Radiomarathon bei United We Strike. Ja, gut. Ja? Müssen wir dann gleich dingfest machen hier. Gut. Es macht ja Spaß, dass ich meine Informationen abgehen kann, weil für mich alleine nutzen sie ja auch nichts. Ich weiß es ja. Und je mehr Leute ich daran teilhaben lasse, wünsche ich euch allen viel Spaß damit und Fragen werden gerne beantwortet und weiterführende Geschichten auch. Ja, ja, wir sehen uns dann mal an, wann wir da vielleicht nochmal eine Folgesendung machen können. Natürlich ist es so umfangreich. Ich meine, wir kennen ja die Veden, die vedischen Schriften aus Indien. Da wird auch häufiger darüber berichtet. Da gibt es auch Leute, die sich sehr intensiv mit diesen Themen beschäftigt haben. Aber letztendlich müsste man sagen, dass wahrscheinlich alle die da drin vorkommen, mit ihren fliegenden Maschinen rauf und runter, wahrscheinlich alles in der Hand der anorganischen Wesen waren. Handlanger. Ja, die selber können das ja nicht herstellen. Aber die Leute, die sie dazu manipuliert haben, ne? Und das ist eben der große Unterschied, dann also auch zu gucken, wenn die uns hier die Filme zeigen aus Hollywood, da kommt dann das große Raumschiff und rettet uns bitte, das ist auch wieder Technik, wohin retten die uns bitte schön? Ja. Und bleibt lieber auf Planeten Erde und bringt den wieder in Ordnung, weil das hat Mutter Erde nicht verdient, so behandelt zu werden. Ja. Na, wir haben einen wunderschönen Planeten, das könnt ihr nicht leugnen, aber wir müssen erstmal die Meere in Ordnung. Und wenn uns da unsere Brüder und Schwestern aus dem All halfen mit ihren Technologien, also Frequenzen, sage ich mal lieber, weil es sind keine Techniken, sondern Frequenzen, Mutter Erde wieder in Ordnung zu bringen, dann haben wir schon genug zu tun, Kinder. Da muss ich mich in ein Raumschiff bewegen und irgendwo hinstarten, wohin ich gar nicht weiß, wohin ich da komme. Ja, das wäre auch zu primitiv, ne? Ne? Und wie gesagt, Technik ist immer archontisch. Deswegen, ich meine, ich stelle ja die DIMMs, ich weiß, du hast vielleicht auch schon mal ein paar Sendungen von mir gehört, ich stelle die DIMMs, die dominante irrsinnige Minorität, immer als die Jungs da, die uns hier manipulieren. Aber letztendlich sind sie selbst ja auch manipuliert, ne? Ja, klar. Und wir müssen auch aufhören immer mit den Schuldzuweisungen. Wir müssen in unser Potenzial kommen.
Ne, deswegen sage ich hier, das Meckern bringt alles nichts. Gucken wir uns an, gucken wir in den Spiegel und wer sind wir? So, und wenn wir das wissen, haben die keine Chance mehr. Ja. So, und dann können die machen, was sie wollen. Ne? Genau. Dann sind wir schon in einer anderen Dimension und da kommen sie uns nicht nachgestiefelt. Eben, das merke ich ja auch. Ich meine, warum kriege ich mit einmal meine ganzen Sachen wieder zurück? Ne? Also genau. So aus dem heiteren Himmel, ne? Weil sie gesehen haben, sie kommen bei mir nicht weiter. Richtig. Und wenn wir dann alle noch zusammenhalten und du bringst es übers Radio und oder da, wir wohnen hier in der Nähe, ne, das ist das, was wir organisieren müssen. Nachbarschaftshilfe, haben sie alles kaputt gemacht. Ja. Ne? Und auch die Familie wollen sie zerstören und so, ja, alles das. Haben sie doch schon lange. Ja, haben sie schon. Guck mal, das Wirtschaftswunder ist doch nur dadurch entstanden, dass sie die Familien zerstört haben. Wenn die Frau oder der Mann aussieht, dann braucht sie ein neues Bett und einen neuen Kühlschrank. Ja. Ja, ja, genau. Guck mal, eine Großfamilie braucht eine Tiefkühltruhe und einen Kühlschrank. Ja, das ist doch nicht wirtschaftlich, oder? Ja. Also haut man sie alle auseinander und jeder hat eine eigene Wohnung und eine Single Haushalt, ja. Ne? Ja, und auch die verschiedenen Kulturen durcheinander zu mixen, die also auch. Das ist alles kriminell. Ja. Also genauso auch wie der ganze Massentourismus in die Länder einfällt. Ich habe immer gesagt, der Massentourismus hat auch die Welt zerstört. Stark verändert, weil die ganzen Kulturelemente, die noch hatten, ich war also als Teenager schon in Griechenland. Ich habe noch in Griechenland erlebt, das kennen die Leute gar nicht mehr. Ja. Ne? Als der Tourismus dann einbrach, hat sich auch Griechenland, also auch die Tradition und alles da völlig verändert. Griechen haben sich nie scheiden lassen, brauchten sie nicht. Die lebten immer in einer großen Gemeinschaft. Die Frauen hatten miteinander zu tun, die Männer. Man hat sich getroffen, Kinder gezeugt, aufgezogen, und zwar das ganze Dorf. Da brauchte man sich nicht scheiden lassen. Und heute, wenn sie alle rum, lassen sie scheiden, haben Freundinnen und so weiter. Alles kaputt. Ja, sie werden auch nicht glücklich dabei, ne? Die sind todunglücklich. Ja. Ne? Im Grunde genommen, auch wenn du hier, ich habe ja nur lange auch in Köln gewohnt, wenn du die Türken und Griechen und so, die ich da kannte, gefragt hast, die sind nur hergekommen, um Geld verdienen, die würden am liebsten sofort wieder nach Hause gehen. Ja, die schicken ja auch das ganze Geld immer dann zu ihren Familien. Und wie viele Griechen kannte ich, die hier in Deutschland gearbeitet haben und sich dann auf ihre Rente gefreut haben, um dann in Griechenland schön zu leben. Ja, nur heute können sie überhaupt nicht mehr leben. Ja, eben, das ist das Problem. Da sind sie dann wieder nach Deutschland zurück, damit sie ihren Familienangehörigen nach der Umstellung auf den Euro, ist das alles so teuer geworden, hätten sie wieder auf Kosten ihrer Familie leben müssen. Ich meine, es wird einem doch auch völlig klar, dass Anorganiker überhaupt gar kein Interesse haben daran, an einer funktionierenden Natur, an biologischen Dingen und so. Deswegen wird das alles kaputt gemacht. Deswegen gibt es die Ölverseuchung, deshalb gibt es die Chemtrails, gibt es das alles, oder? Für die interessiert es doch nicht. Das ist schon unglaublich. Die bauen sich dann ihre unterirdischen Bunker und meinen dann, also diese Zwischenform, und meinen, da wären sie sicher. Haha. Tja. Ich hab hier noch eine Frage. Wir gehen so ein bisschen schon aufs Ende dieser Sendung zu und ich höre schon hier alle Menschen, mach doch weiter und so. Naja, aber es geht eben leider nicht. Aber wir machen das sicher ein anderes Mal. Aber hier kommt noch eine Frage oder ein Kommentar. Hallo Detlef und Gabi. Tolle Erklärung von Gabi, besonders zu den Ägyptern. Hab vor kurzem einen Beitrag der Blutlinien von Abraham bis in die heutige Zeit gehört. Obama und so weiter. Weiß Gabi etwas darüber? Und das ist bitte schon das neue Thema wieder aufgerissen. Ne? Ja gut, aber Obama ist noch eine andere Geschichte. Obama heißt ja in Wirklichkeit Barry Satoru und hat an den Projekten Jump Room zum Mars schon teilgenommen. Da haben sich die ja auch jetzt alle geoutet. Das ist alles, dass er Präsident war, wird schon lange festgelegt worden. Jetzt kommen wir aber an eine ganz andere Geschichte. Das sind jetzt Zeitlinien. Ja. Die Archonten uns sozusagen auch in die Welt geschickt haben, um uns dann auch noch über Zeitlinien zu manipulieren. Ja. Und so, was ich vorhin gesagt habe, hier über die linke Gehirnhälfte, ne? Sie müssen alles planen. Mhm. Ja, es wird alles geplant. Auch die Weltregierung oder was die Übernahme, das ist schon Jahrtausende geplant, Kinder. Das ist nicht von gestern. Ja, ja. Das mit dem Euro und diesen ganzen Geschichten, das ist auch alles schon geplant, lange Hand. Ja, das ist richtig. Das ist denen nicht mal gerade vorgestern eingefallen, auch jetzt machen wir das mal. Nee, das sind langfristige Pläne. Ja. Und die werden dann langsam und systematisch durchgesetzt. Und jetzt haben sie hoffentlich Pech, wenn wir alle zusammenhalten, dann kriegen sie die nämlich nicht durch. Edge, genau. Genau.
Ne? Da sind wir hier. Wir sind hier die Kämpfer in dieser Zeit, in dieser Phase. Aber Kämpfen. Aber kämpfen im positiven Sinne, ne? Ja, wir zeigen ihnen die Stirn und sagen mit uns nicht mehr. Auf Wiedersehen. Jetzt. War nett, genau. Sie kennengelernt zu haben, aber jetzt reicht's. Jetzt reicht's, genau. Ja, super, Gabi. Ich muss dir ganz herzlich danken, dass du uns diesen Input hier so frisch, fromm, fröhlich, frei reingegeben hast. Ganz klasse. Ohne zu kompliziert und zu undurchdringlich zu sein mit deinen Äußerungen. Und du siehst, die Zuhörer wollen dich wiederhaben. Das werden wir irgendwie einfädeln. Aber für heute ist die Sendung nahezu vorbei. Vielleicht noch einmal deine Webseite. www.raumschiff-erde.info. Aber wie gesagt, die fängt erst an. Ne? Aber da steht schon einiges, was ich auch erzählt habe, ein bisschen drin. Besonders über die Energieerhöhung. Ja. Und ein wichtiges Thema wäre auch nochmal zu sprechen über die Kinder, weil da auf der Webseite sind auch Fragebogen für Indigos oder Kristallkinder drin. Mhm. Die könnt ihr auch mal alle, auch wenn er meint, ihr wärt keine, das braucht überhaupt nicht stimmen, weil eigentlich sind wir es alle. Ja. Ja, das ist ja jetzt vielleicht nur ein großer Schub, der gerade gekommen ist, aber eigentlich sind wir es alle, weil wir sind ja alle unsterbliche Wesen. Dann guckt euch mal die Fragebögen an und füllt sie mal aus und ihr werdet, kann auch sein, euer blaues Wunder erleben. Klasse. Und da damit Dinge angesprochen werden, die so eben keinen Unterhaltungswert haben. Ja. Ne, das ist genau, wie ich gesagt habe, wir müssen uns mal anders miteinander kommunizieren und nicht über den Chef reden oder mein Bankkonto ist im Eimer oder was weiß ich, sondern was erlebe ich? Ne? Wichtig ist jetzt auch in die Natur zu gehen. Ne? Ja. Umarmt mal einen Baum und hört mal, was da drin fließt oder so, auch wenn das komisch ist, macht's einfach. Ja. Die Kinder machen das, geht mit den Kindern, die können's doch. Absolut. Das haben wir Kinder. Aber das müssen wir jetzt dann nochmal ein anderes Mal diskutieren, genau. Weil wir sind durch mit unserer Sendung. Ich bin Detlef von Brignus Radio. Herzlichen Dank an die Frau Dr. Gabi Reda. Wir spielen jetzt gleich nochmal die Wiederholung der Sendung ein. Könnt ihr alles nochmal hören. Und ich bedanke wir hören. Mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Klasse, super. Ich wünsche euch alle noch einen wunderschönen Abend und ein wunderschönes Leben. Wunderbar. Danke dir vielmals. Und ja. Wir hören jetzt auch zum Ausgang The Light von Steve Phillips und zwischendrin dann noch einmal Someone on Earth mit Shake It. Also bleibt alle dran, seid ihr vom Weakness Radio. Ciao! Weakness Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter weakness.net. There's a trouble, the carrot's dangling right in front of me, but I just can't get a bite. I'm just too blind to see the light that's shining, the light that's shining deep inside of me. It's my guiding light, destiny. Show me the light inside. We all need the light inside. Got to get to the light inside. Against the wall with that restless nagging feeling and that relentless call. Show
side. Got to get to the light inside. Oh, where is the light?